Das ist so aufregend. Hä? Wo ist das Essen? Wow, was für eine Aussicht. Oh, ich möchte etwas frische Luft. Hey, irgendwas stimmt nicht mit Lizzie. Was hast du gesagt, Liebling? Ich bin so hungrig. Du weißt, was wir tun müssen, Omi. Lass es Süßigkeiten regnen. Wow, was passiert hier? Hört auf. Warte, sind das Süßigkeiten? Okay, das ist seltsam. Ich glaube, sie war überrascht. Aus dem Weg. Jetzt ist Oma dran. Achtung! Meint ihr das ernst? Das ist lächerlich. Es ist ein altes Familienrezept. Genieße es. Los geht's. Das war's. Ich werde es euch zeigen. Also, wo sind wir? Es ist ein Rätsel. Schau dir das an. Das wird Spaß machen. Ich bin bereit, loszulegen. Oh, sieh dir das an. Okay, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe etwas Besonderes in meiner Tasche. Du weißt nie, wann du es brauchen wirst. Ich werde es im Kreis herumträufeln. Dann baue ich die Schichten auf. Hm, ein leckerer Schokoladenkuchen. Ich will mehr und mehr. Man kann nie genug Schokolade haben. Das wird erstaunlich sein. Schau es dir an. Es ist ein Meisterwerk. Jetzt werde ich es glätten. Es ist genau wie malen. Ich glaube, ich mache Kunst. Jetzt nur noch ein paar Toppings hinzufügen. Diese saftigen Erdbeeren lege ich genau in die Mitte. Und ich bin fertig. Was denkst du? Mehr Glück beim nächsten Mal. Das verstehe ich nicht. Schau dir diese Falten an. Ich werde das schaffen. Zuerst brauche ich Sahne. Ich will sie auf die Wassermelone spritzen. Hm, das macht mich hungrig. Ich mache eine kleine Spitze. Manchmal ist weniger mehr. Okay, das sollte reichen. Jetzt bist du dran. Komm schon. Wir haben wohl beide verloren. Gib mir die Wassermelone. Ich habe einen Plan. Ich muss sie in der Hälfte schneiden. Wow, sie ist aber groß. Harte Arbeit. Jetzt schneide ich es in Scheiben. Genau das will ich. Jetzt schneide ich entlang der Rinde. Dies ist der einfache Teil. Ich werde der Rinde folgen. Das sollte ausreichen. Ich kann dich sehen. Das brauche ich nicht mehr. Ich staple die Wassermelone. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich brauche diesen Zahnstocher und eine Traube. Ich stecke die Traube auf den Zahnstocher. Und das kommt in die Wassermelone. Dasselbe mit der nächsten Schicht. Wie wäre es mit ein paar Erdbeeren? Und ich runde die unterste Schicht mit weiteren Trauben ab. Das wird wirklich lecker und gesund. Ich bin fast fertig. Das war's. Ich bin ziemlich zufrieden. Aber es liegt nicht an mir. Wuhu! Ich hab's geschafft. Gut gemacht, Oma. Hey, schau dir das an. Ist das ein Spielzeugbagger? Ja, und er hat eine Menge Arbeit zu erledigen. Er hebt für mich einige Kuchenstücke auf. Puh, sieht nach harter Arbeit aus. Gut, dass es jemand anderes tut. Ich häufe die Krümel auf. Jetzt mache ich dasselbe mit dem zweiten Bagger. Es ist eine echte Baustelle. Also brauchen wir Barrieren. Man kann nie zu sicher sein. Aber wir können trotzdem Spaß haben. Und nun der letzte Schliff. Ich streue Schokolade drüber. Ich denke, das reicht. Sieht fantastisch aus. Los geht's. Ja, ich hab's. Lizzie bekommt einen Schal. Oh, dieses Spiel ist großartig. Los, Mario, los. Ich könnte das den ganzen Tag spielen. Oh, das ist mein Lieblingshobby. Naja, außer Fallschirmspringen. Oh, Zeit für eine weitere Challenge. Nein, das mache ich nicht. Hm, darüber muss ich nachdenken. Wow, ich habe gewonnen. Ha? Mama mia. Siehst du das, Oma? Ich bin mir nicht sicher, ob Rot deine Farbe ist. Was? Das kann ich auf jeden Fall schaffen. Moment mal. Das bringt mich auf eine Idee. Ich mache mich an die Arbeit. Ich brauche einen Muffin. Das wird großartig. Ich habe einen Spritzbeutel mit schwarzem Zuckerguss gefüllt. Ich fange außen an und gehe nach innen vor. Ich mache weiterhin Kreise, bis ich die Spitze des Muffins bedecke. Jetzt nehme ich grünen Zuckerguss. Ich will ihn um den Rand herumlegen. Genauso. Dann nehme ich eine frische Erdbeere. Ich muss einen Abschnitt daraus entfernen. Also, ich schneide ein Dreieck aus. Es muss nicht groß sein. Das ist die ideale Größe. Dann schiebe ich sie in den Strohhalm. Ein Spieß wird sie gut halten. Ich will nicht, dass sie umkippt.
dann ist es Zeit, die Details hinzuzufügen. Ich spritze weißen Zuckerguss um die Erdbeere. Das wird der Mund sein. Er braucht einige scharfe Zähne. Das ist der knifflige Teil. Jetzt male ich ein paar Punkte drauf. Ich möchte, dass es genau wie im Spiel aussieht. Gut, dass ich ruhige Hand habe. Das war's also. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Aha. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, zum ersten Mal. Wuhu. Wie soll ich das schlagen? Ach, ich hab's. Ich kann diese Fondantkugel verwenden. Zuerst werde ich es ausrollen. Ich möchte ein langes Würstchen haben. Das sieht nicht ganz richtig aus. Ah, schon besser. Jetzt teile ich es in zwei Hälften. Ich werde an diesem Stück arbeiten. Ich drehe es um und verbinde die Enden. Jetzt kann ich es auf den Teller legen. Ich füge Fondantstücke um den Kreis herum hinzu. Ich möchte eine Blume machen. Die Blätter fülle ich mit Streuseln. Ich nehme rosa Streusel für diesen Teil. Für die größeren Blätter nehme ich verschiedene Rosatöne. Jetzt nehme ich einen Muffin. Den werde ich mit Zuckerguss überdecken. Jetzt tauche ich ihn in die Fondantblume. Das tat gut. Sie klebt am Muffin. Ziemlich clever, oder? Genau wie ich dachte. Wir haben es geschafft, Oma. Mir ist langweilig. Sollten wir nicht kochen? Ich weiß, oder? Was dauert das so lange? Frag mich nicht. Warte, ich weiß, was zu tun ist. Ich werde ein Angebot machen. Hey, wie wär's damit? Nichts. Netter Versuch. Du dachtest wirklich, das würde funktionieren? Ich gebe nicht auf. Vielleicht kann die Schokolade umstimmen. Hot Dogs? No? Ma, du musst Pasta lieben. Ja? Nein? Ich habe keine Ideen mehr. Haha. Warte mal. Ich weiß, wie das geht. Aber ich brauche das. Ich werde ein wahres Feuerwerk zaubern. Ich brauche eine Handvoll Spaghetti. Und dann ein Würstchen. Ich schneide das Würstchen in drei Teile. Und beginne mit dem mittleren. Jetzt schiebe ich ein Stück ungekochte Spaghetti dadurch. Dann kommt ein weiteres Stück. Ich mache das in verschiedene Richtungen. Das macht Spaß. Okay, das reicht. Ich werfe es in den Topf und warte, bis es gekocht ist. Das hat nicht lange gedauert. Jetzt kann es raus. Aber ich habe noch mehr zu tun. Ich werde die Nudeln auf dem Teller anordnen. Ich möchte kein Durcheinander. Genau das will ich. Jetzt kommt Ketchup darüber. Das ist der lustige Teil. Ich stecke eine Gabel ins Würstchen und drehe es. Der Ketchup wird die Pasta überziehen. Ich hoffe, ich bestehe den Test. Wir werden es wohl erfahren. Ja, ich wusste es. Ich bin so glücklich. Oh, du hast Glück. Warte, ich habe eine Idee. Ich lege meine Schokolade in die Pfanne. Dann brauche ich Mehl. Ich werde es über die Schokolade streuen. Und jetzt gieße ich Wasser ein. Ich brauche viel davon. Ich möchte die Schokolade bedecken. Nun kann ich die Heizung aufdrehen. Sobald es geschmolzen ist, nehme ich eine Spritze und sauge auf. Das macht es einfacher. Konzentrier dich, Claire. Jetzt schließe ich einen Schlauch an die Spritze an. Dann drücke ich den Kolben herunter. Ich fülle die Tube mit der Schokolade. Schau dir das an. Ich warte, bis sie trocknet. Und dann nehme ich sie aus der Tube heraus. Ich werde verschiedene Farben nehmen. Es sieht dadurch noch besser aus. Ich meine, schau nur, wie bunt sie ist. Das ist die letzte. Ja, das bin ich. Ich bin fertig. Bitte, bitte, bitte. Ja, grünes Licht. Gar nicht schlecht, ha, Oma? Das ist eine schick aussehende Pasta. Jetzt lass uns essen. Lecker! Like und abonniere für mehr tolle Videos. Wow! Jared, du weißt nicht, was du da sagst. Was? Das ist nur deine Schuld. Ach was, komm schon. Ich habe nichts getan. Was ist das für Zeug? Und warum steht bei mir dieser Saft? Entzückend. Runter mit der alten, rauf mit der neuen. Ja, das gefällt mir. Okay, Oma. Warum kümmerst du dich nicht um dein Zeug? Na gut, was habe ich hier? Ist okay, denke ich. Schlagsahne? Nicht schlecht. Was ist das für ein komisch geformter Ball? Mach das hier rein, Dummerchen. Wenn du das sagst. Wow, sehr gut. Was jetzt? Schätze, ich fange an zu mischen. Das macht Spaß. Ich habe als Oma versagt. Und jetzt fehlt hier nur noch das Mehl. Lass es regnen. Oma? Meine Zähne, sie sind weg.
Meinst du die hier? Ja. Wie konnte das passieren? Gut, dass ich Ersatz dabei habe. Wow. Hast du das gesehen? Aha. Okay, so gut wie neu, siehst du? Ja, kannst du das glauben? Ich weiß, was sagst du? Wirklich? Machen wir die Sache interessanter. Fertig? Los geht's. Die Zähne sind eine gute Basis. Und ich nehme so viel Schlagsahne, wie es geht. Gut, dass ich eine ganze Dose habe. Fast fertig. Jetzt kommt der blaue Zuckerguss. Ist der nicht schön? Ich wette, das schmeckt auch gut. Bald werden wir es wissen. Und noch zwei Kirschen obendrauf. Das nenne ich leckere Zähne. Kapiert? Also, ja, das ist einzigartig. Wie soll ich da mithalten? Ich kann keinen Kuchen mit Saft backen, es sei denn... Ich denke, ich habe eine Idee. Ja, ich weiß. Ich beginne mit einer flachen Kuchenscheibe. Die überziehe ich mit Schlagsahne. Dann kommt eine weitere Kuchenscheibe drauf. Jetzt zum blauen Zuckerguss. Du hast es erraten, ich bedecke die Oberseite. Dann kommt noch eine Kuchenscheibe drauf. Zeit für Pink. Aber dieses Mal bedecke ich den ganzen Kuchen. Aber das sieht noch nicht gut aus. Deswegen kommt meine Spachtel zum Einsatz. Schau dir mal diese saubere Kurve an. Und jetzt noch ein bisschen blau. Sieht irgendwie aus wie eine Blume, stimmt's? Aber das kriege ich noch besser hin. Ich hab's immer noch drauf. Ich hab gerne ein bisschen Spaß, auch wenn's nur auf der Torte ist. Ist die nicht spektakulär? Schau sie dir an. Und ich hab alles selbst gemacht. Sieht aus wie eine Oase auf der Torte. Ich wünschte, ich könnte da eintauchen. Hä? Unfassbar. Oma macht die besten Torten. Ich liebe sie. Was haben diese beiden Torten gemeinsam? Beide müssen dekoriert werden. Ein Regenbogen? Ich liebe Regenbögen. So viele Farben. Oh, wow. Ich mach das auf. Kein Grund rumzuschreien, Jared. Schau dir das an. Was da wohl drin ist. Oh, wow. Schokolade. Ich habe noch nie rote Schokolade gesehen. Cool, mit der kann ich was anfangen. Zum Beispiel auf den Kuchen legen. Ich werde verschiedene Farben nehmen. So entsteht meine kleine Regenbogentorte. Das ist ganz schön viel Schokolade. Und ich werde jeden Bissen genießen. Super toll. Siehst du diese Schönheit? Was ist mit meiner? Schauen wir mal. Was ist damit? Ja, damit kann ich's schaffen. Zuerst hübsches Rosa. Sieht das nicht köstlich aus? Das gießt sich butterweich drauf. Was für ein schöner Anblick. Aber warum nur rosa, wenn es auch blau gibt? Aber eigentlich gibt es noch mehr Farben. Jede Farbe des Regenbogens. Ist wie eine Party auf dem Teller, siehst du? Da bin ich mir nicht so sicher. Was? Ist die schlecht? Also, die ist fantastisch. Oh, du hast mich reingelegt. Schau dir diese wunderschönen Torten an. Ich würde beide essen, wenn ich könnte. Schau dir nur dieses lustige Teil an. Und die ganze leckere Schokolade, siehst du? Die ist nichts im Vergleich zu meiner Torte. Meine sieht super professionell aus, findest du nicht auch? Okay, ich geb's zu. Diese Challenge haben wir beide gewonnen. Da stimme ich zu. Also, welche würdest du als erstes verputzen? Falls du jetzt Appetit hast, bist du damit nicht alleine. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und lasst euch inspirieren. Abonniere auf jeden Fall unseren Kanal, um weitere Tipps und Tricks zu sehen. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Ich möchte, dass ihr Muffins macht. Meine kommen normalerweise aus Paris. Ich hab euch beide lieb. Wir lieben dich auch, mein Schatz. Mache ich das richtig? Warte, das bringt mich auf eine Idee. Ich darf keine Zeit verlieren. Und das meine ich ernst. Ich lege das Blech mit Muffinförmchen aus. Jetzt brauche ich noch ein paar Zutaten. Mal sehen, was ich hier habe.
Oh, das kann nicht sein. Ich habe mich schon gefragt, wo mein Eis hin ist. Das ist köstlich. Aber ich brauche den Stiel. Ich breche den durch und lege die Teile um die Form. Was jetzt? Bin gleich wieder da. Hey, wie geht's? Schlag ein, Alter. Hast du irgendwas Gutes im Container gefunden? Auf jeden Fall. Und ich brauche deine Hilfe. Ich tausche dieses Schweinchen gegen deine Alufolie. Wir sind im Geschäft. Ich danke dir vielmals. Man sieht sich. Ich wollte schon immer ein Haustier. Ist genau, was ich brauche. Ich reiße Streifen von der Folie ab und rolle sie zu einer Kugel. Die kommen oben in die Form. Jetzt befülle ich die Förmchen. Mit der Flasche geht's viel einfacher. Das wird gebacken. Jetzt hole ich sie aus dem Blech. Guck sie dir an. Sie sind großartig. Mehr hast du nicht drauf? Ihre Törtchen, Madame. Wie immer mit Gold gekrönt. Wo ist der Zuckerguss? Den habe ich hier. Ich wusste, du enttäuscht mich nicht. Die Farbe gefällt mir nicht. Warte, ich hab's. Ich brauche noch etwas. Mein Goldzahn. Ich gebe den zum Zuckerguss. Und jetzt umrühren. Igitt, ekelhaft. Ah, das ist besser. Die brauchen einen goldenen Zuckerguss. So sehen sie viel appetitlicher aus. Ich spritze den auf die Muffins. Dann kommen noch Goldspäne drauf. Wow, die sehen unglaublich aus. Was sagst du dazu, Schatz? Komm, probiere ein. Muss ich? Also, ich glaube, ich passe. Meine Muffins wurden mit Liebe gemacht und ohne Zähne. Wow, die sind perfekt. Du hast gewonnen. Meinst du wirklich? Juhu! Guckt, ich bin ein Minion und ich liebe Bananen. Das ist seltsam. Wow, wie hast du das gemacht? Ah, diese Bananen sehen edel aus. Ich kann's kaum erwarten, anzufangen. Ups, ouch. Hey, was soll das? Das war ein Versehen. Komm nicht wieder vor. Schlüpfrige kleine Dinger, was? Au, mein Kopf. Warum dreht sich alles? Du bringst mich zum Lachen, Oma. Lass sie. Sie kann ihren Rausch ausschlafen. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Warte, ich weiß, was zu tun ist. Ich stecke diese Goldperle in den Entsafter. Ich brauche noch ein Glas. Ich will ja keine Unordnung. Jetzt schalte ich den ein. Wow, guck dir das an. Frischer, goldener Saft. Kann es noch besser werden? Jetzt kommt der Eisstiel in die Banane. Und dann tauche ich sie in den Saft. Sie soll komplett beschichtet sein. Genau so. Wow, die sehen lecker aus. Ich bin fertig, Tina. Wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Oma? Was? Was ist passiert? Du bist schon fertig? Wie ist das? Okay, das ist einfach. Du hast gewonnen. Gut gemacht. Bananen! Oh, ich bin so glücklich. Ja, das scheint fair zu sein. Jeder liebt Donuts, stimmt's? Donuts sind unter meiner Würde, aber ich werde es probieren. Ich habe die im Laden gekauft, aber ich nehme ein paar Anpassungen vor. Ich gebe noch Sahne drauf. Und dann geht es weiter. Ich staple die Donuts übereinander. Ich werde einen Turm bauen. Der letzte. Aber ich bin noch nicht fertig. Ganz oben kommt noch etwas Sahne drauf. Und dann streue ich Süßigkeiten drüber. Wie soll ich da mithalten können? Nein! Oh, aber es ist okay. Das ist eine Katastrophe. Alles ruiniert. So wird's für mich viel einfacher. Ich muss los. Ich habe genau das Richtige für diese Challenge. Wo ist der? Aha, da ist der. Mit dem wird's klappen. Ich gehe schnell zurück. Au, wer hat da die Wand hingestellt? Du wirst nicht glauben, was ich hier habe. Den habe ich für was Besonderes aufgehoben. Ignoriere das Ungeziefer und ein Donut braucht ein Loch. Ich wusste, dass die Boxstunden nützlich waren. Sieht aus wie ein Donut. Aber ich brauche noch Toppings. Die sind perfekt. Niemand weiß, dass ich hier war. Hallo? Ich war nie hier. Das war das perfekte Verbrechen. Ich spritze Sahnehäubchen auf den Donut. Das wird so gut. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Dann kommt ein Bonbon obendrauf. Ich würde den sofort essen. Ich bin fertig, Tina. Der sieht besser aus als meine.
aber du hast es versucht. Ihr habt unterschiedliche Stile, aber es kann nur eine Gewinnerin geben. Glückwunsch! Juhu! Oh, wow, ich kann es kaum glauben. Ha, gewonnen! Ich habe kein Popcorn mehr. Das wird die nächste Challenge. Ah, oh, das ist ja ganz einfach. Ich habe immer Notfallmais dabei. Oh, viel ist nicht mehr übrig. Warte, ich weiß, ich habe hier hinten noch mehr. Der kommt zu den anderen. Wo habe ich noch welche? Mache ich später sauber. Fast hätte ich meinen Pantoffelmais vergessen. Lass dich nicht stören. Bitte mach das nicht. Ich glaube, das ist der letzte. Sieht wieder ganz frisch aus. Riecht auch so. Ich leg den in die Pfanne und mach den Deckel drauf. Das klappt. Ich mach Popcorn. Der kann jetzt runter. Und das kommt in die Tüte. Frisches, heißes Popcorn. Wir brauchen noch einen Film zum Gucken. Hey, guck dir das an. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Ich muss diesen Goldbarren reiben. Die Körner bestreuen. Das reicht jetzt. Ich drehe den Herd auf. Ich werde es dir zeigen. Riechst du das? Jetzt löffle ich es in den Karton. Ich will nur das Beste für meine Enkelin. Es ist okay, du darfst eifersüchtig sein. Wow, guck dir das an. Es schmeckt so gut, wie es aussieht. Das ist wirklich gut. Gegen mein Popcorn ist nichts einzuwenden. Ich weiß, wer gewonnen hat. Du, goldenes Popcorn. Naja, das war ja klar. Egal, ich bin froh, dass ich gratis Essen habe. Das ist eure Challenge, Brot. Oh, das ist einfach. Ich muss nur kurz telefonieren. Hallo, ich brauche deine Hilfe. Das sollte nicht lange dauern. Hier ist es. Was für ein netter junger Mann. Oh, du willst bezahlt werden. Mal sehen. Okay, gib schon her. Ich nehme das zurück, erst unhöflich. Aber es hat sich gelohnt. Willst du mich verarschen? Hey, wo ist meins? Hey, ich weiß, dass du mich hörst. War das ein Hausschuh? Sie war das. Hast du auch was für mich? Komm schon her damit. Nein, ich hab nichts mehr. Und den nehme ich mit. Ich brauch den noch. Ich mochte diesen Pantoffel. Ich finde einen neuen im Container. Ich mach hier weiter. Ich brauche diesen Schokoaufstrich. Ich mache etwas in die Mitte der Scheibe. Dann lege ich eine Scheibe oben drauf. Ich nehme ein Glas und steche einen Kreis aus. Genau so. Der kommt jetzt in den Toaster. Aber nicht zu lange. Sie soll nur goldbraun werden. Die sehen gut aus. Okay, die sehen wirklich gut aus. Hey, ich kann ja die Reste nehmen. Ich habe eine Idee. Los geht's. Ich lege das Brot in die Pfanne. Dann schlage ich ein Ei ins Loch. Jetzt wird's feurig. Mit diesem Chili. Geschmack ist wichtig. Das darf nicht anbrennen. Ich bin zufrieden. Fertig, Tina. Beides sieht gut aus. Aber meinst du noch besser, stimmt's? Schau nur, das ist leckere Schokolade. Ich mag Schokolade. Hey, wir durften Schokolade nehmen. Guck dir das an. Das Ei ist perfekt. Und schmeckt. Wow. Ich weiß nicht. Ihr habt beide gewonnen. Wow, wir haben's geschafft. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Guck dir all die Zutaten an. Aus dem Weg. Das kann ich gut gebrauchen. Was ist gerade passiert? Och, Oma hat alles genommen. Das muss reichen. Was zum... riecht gut. Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Ach ja, schau dir das an. Wird Zeit für eine Koch-Challenge. Fein. Wo sind wir? Wer bist du? Oma, was ist los? Ich bin Claire, deine Enkelin. Tut mir leid, Schatz. Es ist nur so aufregend. Was machst du jetzt? Was macht die Puppe hier? Das ist meine Barbie. Sie ist meine beste Freundin. Ich hab was für dich. Setz sie auf. Du siehst so hübsch aus. Ich sehe bescheuert aus. Fangen wir an. Eier? Damit habe ich nicht gerechnet. Was soll ich mit denen machen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich weiß. Ich brauche diesen Topf. Ich werde Wasser kochen.
Dann lege ich das Ei rein. Aber warum nur eins? Ich werde noch mehr kochen. Dann zwei Zitronenscheiben. Ich lasse alles kochen. Jetzt kommt rote Beete in die Schüssel. Da muss noch etwas Wasser rein. Jetzt kann ich die pürieren. Das könnte etwas spritzen. Daraus soll ein schöner Brei werden. Meine Eier sind fertig. Die Schale muss runter. Dann lege ich die Eier ins Rübenpüree. Ich muss die noch wenden, denn sie sollen komplett bedeckt sein. Wow, schau dir diese Farbe an. Das stelle ich jetzt 3 Stunden lang kühl. Wow, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich hole die Eier jetzt raus. Ich habe das überschüssige Püree entfernt. Jetzt schneide ich sie in der Mitte durch. Die sehen fantastisch aus. Ich habe noch nie solche Eier gesehen und die werden gut schmecken. Ich werde auch gleich eins probieren. Ich kann nicht warten. Das werde ich genießen. Rein damit. Ich finde das eitastisch. Ich bin stolz auf dich, Liebes. Okay, ich bin dran. Hä? Das sind Wachteleier. Die sind so winzig. Was soll ich machen? Warte. Das bringt mich auf eine Idee. Ich fange besser gleich an. Ich werde diese Wurstpelle brauchen. Die wird die Aufgabe erfüllen. Ich halte sie aufrecht und schütte die Eier da rein. Einfach reinplumpsen lassen. Das ist das Letzte. Das sind eine Menge Eier. Jetzt schließe ich die Wurstpelle und binde eine Schnur drum. Das muss jetzt gekocht werden. Ich lege die einfach ins kochende Wasser. Das wird nicht lange dauern. Jetzt rausholen und zum Abkühlen auf den Teller legen. Ich entferne die Pelle und dann schneide ich sie in Scheiben. Das sieht lecker aus. Her damit. Herrlich. Ich bin ein Naturtalent in der Küche. Wie auch immer, willst du ein Ei, Barbie? Schmeckt gut, stimmt's? Das könnte ich jeden Tag essen. Ich liebe Snackzeit. Da stehe ich drauf. Besser geht's nicht. Nein, ich habe keine Chips mehr. Das ist ein Notfall. Alarmstufe rot. Was ist das für ein Geräusch? Miles steckt in Schwierigkeiten. Ich bin so hungrig, Omi. Mach dir keine Sorgen, Süßer. Oma ist ja da. Aktiviere Super-Oma. Wir zaubern dir was Leckeres. Wow, das ist verrückt. Packen wir es an. Wie wär's mit einem leckeren Sandwich? Ich werde es ganz besonders machen. Und ich backe auch einen Kuchen. Ich habe Apfelkuchen frisch aus dem Ofen. Wow, schau dir das viele Essen an. Das ist fantastisch. Ich würde alles für dich tun. Hey, ich habe ja noch Süßigkeiten. Oh nein, das isst du nicht. Willst du mich verschaukeln? Es wird Zeit für eine Koch-Challenge. Los geht's. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Das war eine holprige Landung. Miles, du hast dich verändert. Ach komm schon, Oma, ich bin's Claire, deine Enkelin. Oh, das wusste ich doch wirklich. Das war ein Spaß. Ich frage mich, was hier drunter ist. Ich will anfangen. Okay, okay, nur zu. Süßigkeiten. Warte, was? Da sitzt ein riesiger Käfer auf dem Teller. Oh, der ist ja riesig. Wir werden angegriffen. Oma, hör auf. Nimm das Nudelholz weg. Hab ich den erwischt? Du hast meine Schokoriegel zertrümmert. Schau dir das an. Deine Brille ist schmutzig. Hä? Oh, stimmt. Das wusste ich. Tut mir leid, Schatz. Ist schon gut. Warte, ich habe eine Idee. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ich gieße Sahne in den Krug. Ich brauche nicht viel. Dann kommt Kondensmilch dazu. Das ist die perfekte Menge. Jetzt zum nächsten Schritt. Ich stelle meine Schokoriegel ins Glas und gieße die Sahnemischung in die Verpackung. Ich mache die bis oben voll. Als nächstes brauche ich Eisstiele. Ich stecke einen in jede Packung. Jetzt kann ich die einfrieren. Ich habe Schokoeis am Stiel gemacht. Ich probiere das zuerst. Das ist so aufregend. Ich liebe Eis am Stiel. Wow, das sieht köstlich aus. Ich kann es kaum erwarten, das zu essen. Das wird cremig und schokoladig. Was für eine Kombi. Das ist echt gut. Ich war noch nie so glücklich. Okay, ich bin dran. Ich habe Bananen. Was mache ich mit denen? Lass mich nachdenken. Warte, ich hab's.
Ich darf keine Zeit verlieren. Ich schäle und halbiere die Bananen. Keine Bange, ich bin noch nicht fertig. Es gibt noch einiges zu tun. Ich schiebe einen Eisstiel in die Banane. Der muss festsitzen. Hier habe ich ein Glas mit Erdnussbutter. Da tauche ich die Banane rein. Die soll komplett beschichtet sein. So muss sie aussehen. Hier habe ich geschmolzene Schokolade. Da tauche ich die Banane ebenfalls rein. Ich möchte alles bedecken. Jetzt zum nächsten Schritt. Ich wälze die Banane in gehackten Nüssen. Dann friere ich sie ein. Und schon ist sie zum Verzehr bereit. Wow, das war einfach. Mal sehen, wie sie schmeckt. Süß, knusprig und fruchtig. Hä? Was hast du gesagt? Oh, ich will auch eine. Das wird dir schmecken, Claire. Na los, koste mal. Okay. Ich kann das. Ist nur kochen. Wie schwer kann das sein? Also los. Oh, musste das passieren? Ah, ich weiß, was zu tun ist. Diesmal schlage ich das Ei. Nimm das. Hab's. Das war nicht wirklich besser. Du legst dich mit der falschen Person an Ei. Leg den Schläger weg. Schau zu. Ich lasse das Ei vorsichtig fallen und nehme die Schale raus. Ziemlich gut, oder? Wow, du bist ja wie ein Kochguru. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Was ist passiert? Das ist eine Koch-Challenge. Bist du bereit? Wow, du bist ja eine Zauberin. Ich liebe Popcorn. Perfekt für einen Filmabend. Oh, ich liebe diesen Kanal. Der ist so lustig. Hast du das gesehen? Das ist gut. Ich kann nicht aufhören zu essen. Lass mir was übrig. Da ist eins. Oh, ich hätte es fast gehabt. Zu langsam, Alte. Es reicht. Kein Fernseher mehr. Das passiert jedes Mal. Fein, hier hast du's. Oh, danke. Das ist leer. Warte, ich habe eine Idee. Das wird dir gefallen. Ich habe geschmolzene Schokolade. Die schütte ich in die Popcornschachtel. So klebrig. Jetzt drehe ich die Schachtel, damit auch die Seiten beschichtet werden. Jetzt gieße ich Schokolade auf den Teller. Der muss dann eine Stunde ins Gefrierfach. Ich denke, das ist lang genug. Jetzt entferne ich die Schachtel. Ganz vorsichtig. Ich will die Schokolade nicht kaputt machen, als würde ich ein Geschenk auspacken. Ein leckeres Geschenk aus Schokolade. Die befülle ich jetzt. Und zwar mit meinen Lieblingssüßigkeiten. Schau dir diese Farben an. Aber ich bin noch nicht fertig. Obendrauf kommen Marshmallows und dann Karamellsoße. Oh ja, das ist ein Kunstwerk. Ich nehme ein Marshmallow und tauche den in Süßigkeiten. Die Karamellsoße wirkt wie Kleber. So lecker. Ich will mehr. Her damit. Ich bin so glücklich. Erzähl das nicht meinem Zahnarzt. Das ist köstlich. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Ha? Darf ich mal kosten? Nö, das ist meins. Oma kann echt gemein sein. Jetzt bin ich traurig. Da kommen die Wasserwerke. Hier hast du etwas Mais. Was? Danke, Oma. Aber was mache ich damit? Ich weiß, ich mache mehr Popcorn. Ich benutze einfach die Mikrowelle. Das wird ganz einfach. Rein damit. Jetzt lasse ich's krachen. Juhu, guck dir das an. Mir wird schwindelig beim Zugucken. Hey, siehst du das? Es poppt. Das ist voll cool. Ich mache gerade Popcorn. Ich bin eine Köchin. Ich hol's besser raus. Schauen wir mal. Wow, voll cool. Wow, gut gemacht, Süße. Und jetzt werde ich's essen. Genau so, Liebes. Ist das Popcorn. Ich bin stolz auf dich. Nichts ist erfrischender als ein Glas Orangensaft. Ich will auch Oma. Oh, natürlich, Schatz. Oma hat dich nicht vergessen. Mach das nicht. Gieß einfach den Saft rein. Mehr bekomme ich nicht. Was soll's? Ich habe eine Idee. Ich muss nur den Strohhalm anpassen. So müsste es gehen. Jetzt stecke ich den in Omas Glas. Drehen um, Oma. Oh, okay. Jetzt wird's lustig. Mein Glas füllt sich. Ist wie Magie. Das ist schon besser. Ich kann's kaum erwarten. Oh, du hast mich reingelegt. Das war nicht sehr nett. Sch, du ruinierst den Moment. Du kommst mit. Hä? Wie hast du das gemacht? Das ist mein kleines Geheimnis. Bist du bereit, Oma? Gib mir eine Sekunde. Das werden wir brauchen. Eiscreme. Ich bin happy.
Das ist meins. Jetzt nicht mehr. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe diese Einhorntorte. Mäh, ich habe schon Besseres gesehen. Ich dachte, das funktioniert. Ich tausche gegen diesen Donut. Ich mag Donuts. Du kannst das Eis haben. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Aha, ich nehme das Eis. Na gut, die Hälfte davon. Ich kann ihm einfach nicht widerstehen. Das ist meins. Warte mal. Ich habe eine tolle Idee. Ich schneide den Donut in der Mitte durch. Genau so. Dann klappe ich den auf. Jetzt kommt das Eis. Ich leg's auf die eine Seite. Sieht gut aus. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich leg noch Kekse drauf. Ich habe sie durchgebrochen. Das wird schön knusprig. Ich verteile die rundrum. Jetzt kommt die andere Hälfte drauf. Und ich habe Eiscreme-Sandwich. Mal sehen, wie es schmeckt. Wow, voll gut. Ich bin ein kulinarisches Genie. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Das ist köstlich. Wie eine Party in meinem Mund. Gut gemacht, Süße. Und was mache ich damit? Ich habe immer eine Eiswaffel dabei für Notfälle. Das ist eine tolle Idee. Ich bin noch dabei. Wem mache ich was vor? Ah, ich weiß. Ich brauche dieses Muffinblech. Guck dir das an. Ich stelle es auf den Kopf. Ich habe einen Spritzbeutel voll mit Teig. Den verteile ich um die Muffinform. Ich baue sie auf. Dabei lasse ich mir Zeit. Ich will keine Lücken lassen. Jetzt brauche ich Zucker. Ich streue den über den Teig. Mit dem wird's noch süßer. Das kommt jetzt in den Ofen. Schön goldbraun. Ich nehme das vom Blech und drehe es um. Das ist ein kleiner Gebäckbecher. Jetzt brauche ich mein Eis. Ich löffle es aus und fülle damit meinen Becher. Mh, das sieht lecker aus. Das wird süß, kalt und knusprig. Los geht's. Oh, wow. Viel besser, als ich dachte. Ich will kosten. Mach dir dein eigenes. Hä? Wo ist sie hin? Oma? Ich brauche einen Snack. Was Leckeres, Süßes. Du versteckst Schokolade von mir? Die nehme ich. Hey, was soll das? Wenigstens habe ich einen Lutscher. Mh, lecker. Nein, das ist meiner. Jetzt nicht mehr. Keine Süßigkeiten mehr. Ich habe etwas für dich. Einen saftigen Apfel. Das ist die Süßigkeit der Natur. Na los, probiere ihn. Muss ich? Ich will was anderes. Aha, ein Karamellbonbon. Hey, ich habe eine Idee. Das könnte klappen. Zuerst schneide ich den Apfel auf. Der obere Teil kommt ab. Dann drehe ich den um. Jetzt mache ich Schnitte ins Fruchtfleisch. Aber ich schneide nicht ganz durch. Die Mitte soll ganz bleiben. Ich schneide im gleichmäßigen Abstand. Das war der letzte. So wird's gehen. Jetzt brauche ich eine Ausstechform. Ich drücke die in den Apfel. So entsteht eine Rille im Apfel. Die kann wieder raus. Jetzt kommt ein kleinerer Ausstecher. Den drücke ich auch in den Apfel. Jetzt habe ich Ringe im Fruchtfleisch. In die Mitte mache ich eine Mulde. Da kommt der Karamellbonbon rein. Das muss jetzt eine Stunde backen. Wow, guck dir das an. Ich spritze Erdbeersirup drüber. Dann noch Streusel. Das riecht fantastisch. Und fertig. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich werde es gleich kosten. Ich weiß, das wird lecker. Mh, köstlich. Süß und fruchtig. Wirklich gut. So serviert man Obst. Der sieht wirklich lecker aus. Normale Äpfel sind etwas langweiliges. Das bringt mich auf eine Idee. Ich fange besser gleich an. Ich brauche dafür ein Messer. Ich schneide den Apfel in Scheiben. Die müssen dünn werden. Genauso. Das könnte eine Weile dauern. Ich bin nicht mehr so schnell wie früher. Ich brauche noch ein paar mehr. Das wird reichen. Ich streue Zucker über die Scheiben. Und das war's. Jetzt werden die 30 Minuten gebacken. Aber ich bin noch nicht fertig. So einfach ist das nicht. Ich lege die Scheiben in die Tasse. Die Scheiben müssen sich überlappen. Immer weiter. Ich arbeite mich zur Mitte vor. Die letzte Scheibe. Das ist eine wunderschöne Rose. Wow, die ist echt schön. Ich habe Tee gekocht. Den gieße ich in die Tasse. Mh, riechst du das Aroma? Wow, das ist echt clever, Oma. Wie schmeckt's? Finden wir es heraus. Mh, süß und würzig. Jetzt bin ich neidisch. Warte mal. Huhu. Hä? Ist da jemand? Seltsam. Hä? Was ist mit meinem Tee passiert? Julie, warst du das? Was? Ich bereue nichts. Hat sich total gelohnt. Ich hatte den genossen. Verurteile mich nicht. Du darfst die Kiste hochheben, Schatz. Und ich nehme das. Aber
Wer zu langsam ist, hat schon verloren. Ich fange jetzt an. Und was mache ich? Ich brauche noch ein paar Dinge. Zum Glück bin ich auf alles vorbereitet. Ah, Zucker brauche ich definitiv. Was habe ich hier noch drin? Oh, mit Zimt kann man nichts falsch machen. Aber das Wichtigste, ein Bräter für die Pfannkuchen. Ich gehe nie ohne aus dem Haus. Was? Du schleppst sowas mit dir rum? Du hast ja keine Ahnung. Ich gieße den Pfannkuchenteig in diese Flasche. Da kommt noch Zucker rein. Und dann noch ein Löffelchen Zimt. Jetzt muss die Kappe wieder drauf. Und dann kräftig schütteln. Okay, ich muss kurz telefonieren. Oh, das ist Lexi. Hey, Süße. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss meine Oma besiegen. Das klingt ernst, okay? Du bist die Beste. Und jetzt warten. Hä? Huh? Ich versuche mal etwas anderes. Zuerst mache ich eine Spirale mit der süßen Mischung. In die Lücken kommt dann die normale Mischung. Jetzt warte ich, bis es angegart ist. Den kann ich schon wenden. Jetzt müsste er gar sein. Dazu kommt noch frisches Obst. Ich habe hier leckere Erdbeeren. Mh, das sieht gut aus. Ich möchte die sofort probieren. Warum dauert das so lange? Hat jemand Pfannkuchen bestellt? Oh, danke, du bist fantastisch. Ich weiß, jetzt verschwinde bitte. Viel Glück. Hm, die sehen langweilig aus. Aber ich weiß, ich werde Omas Tasche plündern. Sie hat immer was Leckeres da drin. Hä, mehr nicht? Naja, besser als nichts. Ich drehe den Teller und schneide dabei den Pfannkuchen. So einfach kann man eine Spirale machen. Die rolle ich jetzt auf. Das nimmt langsam Form an. Sieht aus wie eine Rose, stimmt's? Das gleiche mache ich mit den anderen Pfannkuchen. Jetzt sind sie nicht mehr langweilig. Bekomme ich deine Obstschale? Na gut, hier hast du. Mit den Beeren schmücke ich meine Pfannkuchen. Und zum Abschluss noch etwas Puderzucker. Die sehen gut aus, was? Lass uns das posten. Mal sehen, wer mehr Likes bekommt. Wichtig ist der Aufnahmewinkel. Guck, ich habe mehr Likes. Ich habe gewonnen. Juhu! Warte mal. Was ist jetzt los? Soll das ein Witz sein? Was soll ich sagen? Ich habe treue Follower. Los, Oma, los! Kann ich wieder aufmachen? Wenn du möchtest. Wow, guck dir das mal an. Soll mich das beeindrucken? Mich schon. Lass mich mal ran. Was haben wir denn hier? Hoffentlich ist es was Gutes. Oh, eine Kartoffel. Das hätte ich mir auch denken können. Hm, ein guter Jahrgang. Aber wir brauchen mehr als eine Kartoffel. Auf jeden Fall. Das nimmt ja kein Ende. Da sind noch mehr. Okay, ich glaube, das waren jetzt alle. Ich habe noch nie Pommes gemacht. Ist ein bisschen knackig. Unglaublich, dass wir verwandt sind. Du kannst doch keine rohe Kartoffel essen. Ich brauche einen großen Eimer. Da kommen jetzt die Kartoffeln rein. Was machst du da? Schau zu und lerne. Du musst die Kartoffeln waschen. Mit einer Klobürste? Die macht das gut. Das ist seltsam hypnotisierend. Man muss sie gut schrubben. Und fertig. Da sind sie. Ohne Haut. Ich hole sie aus dem Wasser. Toll, oder? Die Bürste brauche ich nicht mehr. Pass jetzt auf. Ich habe die Kartoffel in kleine Stücke angeschnitten. Jetzt wende ich sie in Mehl. Und sie ist bereit, frittiert zu werden. Nein, ich nehme den Topf. Nimm deine Hände weg. Hör auf. Oder ich sag's deiner Mutter. Das würdest du nicht. Beim Frittieren muss man vorsichtig sein. Ich lasse sie da drin, bis sie goldbraun ist. Genau so. Sieht schön knusprig aus. Jetzt brauchen wir noch eine Soße. Ich träufle sie über die Kartoffeln. Das gibt dem Ganzen noch den Kick. Kann ich mir deine Klobürste ausleihen? Bitte, bitte, bitte? Hm, nein. Aber ich habe etwas anderes für dich. Wo ist es? Bitte sehr, mein Schatz. Was soll ich damit machen? Ist das ein Spielzeug? Ich werde schon rausfinden. Ich lege die Kartoffel hier hin und dann drücke ich das Gadget in die Kartoffel. Hey, das schneidet die Kartoffel. Ich kann damit Kartoffelecken machen. Damit bin ich ziemlich zufrieden. Willst du wirklich wieder verlieren? Bringen wir es hinter uns. Und gepostet, jetzt lass uns essen. Deine Kartoffelecken sehen gut aus.
Deine schmeckt voll lecker, Oma. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Und wer hat die meisten Likes? Tja, guck dir das an. Ich habe wieder gewonnen. War ja auch einfach. Meinetwegen, ich habe gratis Essen. Jetzt möchte ich die Kiste hochheben. Oh, das ist mal was anderes. Mit Eiern kann man nie was falsch machen. Und da sind noch mehr Zutaten drin, die gehören alle mir. Junge Dame, gib das wieder her. Hey, hör auf! Nein! Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Aber ich habe noch die Eier. Gib sie her. Nein, die gehören mir. Oh, so ist das also, ja? Okay, das merke ich mir. Dann besorge ich mir eben neue Eier. Was? Oma, da bist du ja. Er ist hübsch, stimmt's? Er? Ist das ein Hahn? Ja, ein Prachtexemplar. Und gleich wird er mir ein paar Eier legen. Wir müssen nur kurz warten. Du weißt schon, dass der das nicht kann, oder? Sei nicht schüchtern. Zeig, dass Mutter Natur Unrecht hat. Gleich kommt es. Du bringst mich in Verlegenheit. Jemand sollte es ihr sagen. Was soll's? Ich fange mit dem Kochen an. Zuerst schlage ich das Ei auf. Dann nehme ich was von dem Eiweiß. Das müsste reichen. Ich gebe das in die Pfanne. Ich mache noch mehr davon. Wenn sie fast gar sind, kommt das Eigelb drauf. Jetzt sind sie fertig. Winzige Spiegeleier. Ganz schön süß, was? Was? Die muss ich mir genauer angucken. Ist das ein Essen für ein Mäuschen? Das ist ein Scherz, oder? Die sind so klein. Aber die werden fantastisch schmecken. Wenigstens habe ich Eier. Vor Publikum wird er immer so nervös. Vielleicht beschleunigt das die Sache. Mach schon, isst das. Wenn ich keins bekomme, gibt's Ärger. Was mache ich denn falsch? Abgesehen davon, dass das ein Hahn ist? Wie wär's mit Stimmungsmusik? Oh, schwierige Geburt. Immer noch nichts. Gib's auf, Oma. Ich weiß, was deine Meinung ändert. Jetzt sprechen wir dieselbe Sprache. Leg ein Ei und der gehört dir. Mit Geld bekommt man alles. Danke. Er ist ein wissenschaftliches Wunder. Ich hab's dir gesagt. Jetzt wird gekocht. Genau die brauche ich jetzt. Ich schlag das Ei in die Flasche. Vorsichtig, ich will keine Schale drin haben. Dann kommt die Tomate rein. Jetzt schraube ich die Kappe drauf und es wird geschüttelt. Oh ja. Die Mischung kommt jetzt direkt auf die Heizplatte. Die hat eine schöne Farbe. Jetzt kommt der lustige Teil. Ich schlag noch ein Ei in der Mitte auf. Und bevor das gab, mache ich es kaputt. Ich verteile es auf der Heizplatte. Da kommen jetzt gehackte Zwiebeln und Paprika drauf. Jetzt falte ich es. Das wird ein leckeres Päckchen. Gleich ist es fertig. Das ist mal was anderes, aber schmeckt fantastisch. Okay, hier ist mein Handy. Mal sehen, wer gewinnen wird. Ja, aber diesmal werde ich es sein. Ans Gewinnen kann man sich gewöhnen. Das kann nicht sein. Unentschieden, wir haben beide gewonnen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ungerecht. Beruhige dich. Nimm das, alte Dame. Hör auf damit. Das war's, du hast Hausarrest. Du darfst die Kiste öffnen. Ja, das gefällt mir. Und die nehme ich. Nicht schon wieder. Wenigstens habe ich eine Mango. Gibt es eine Grenze für meine Talente? Ups, wo ist sie hin? Das war lustig. Es reicht, Lexi. Was mache ich eigentlich mit der? Schwierig. Warte mal. Ich habe eine Idee. Also, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich schieb den in die Mango. Jetzt habe ich einen Mango-Lolli. Ich sollte den noch schälen. Schon besser. Sieht langweilig aus. Ich verpasse der Mango ein Makeover. Los geht's. Wow, wie einfach das ging. Und jetzt? Irgendwas fehlt noch. Was soll das sein? Eine Blume. Du hast die Aufgabe gesehen, oder? Wir machen Eiscreme. Oh, ich weiß. Ich brauche nur dieses Gefrierspray. Damit friere ich sie ein. Das war's schon. Okay, ich denke, das ist in Ordnung. Ich habe meine Mango in Scheiben geschnitten, dann geschält. Ich brauche jetzt meinen Haarkamm. Ich stecke ihn in die Mango und schneide. So bekomme ich gleichmäßige Scheiben.
Aber ich bin noch nicht fertig. Gut, dass ich das noch hab. Warte kurz. Was machst du da? Ich steck die Mango in die Eiswaffel. Ich lege Schicht für Schicht an, bis ich eine Rose habe. Wow, sie ist echt gut. Ja, das bin ich. Ich finde meine trotzdem besser. Jetzt wird's Zeit fürs Foto. Ich hoffe, dass ich diese Runde gewinne. Guck dir all die Likes an. Oma hat's wieder geschafft. Das muss ein Fehler im System sein. Ich mache ein Selfie zur Feier des Tages. Ich mach wieder auf. Das ist so spannend. Oh, wow. Guck dir das an. Wir sollen einen Kuchen backen? Ich nehme die Bonbons mit. Und ich nehme die Birnen. Den lasse ich mir schmecken. Mh, ich will mehr. Die sind voll lecker. Was ist mit der Challenge? Ich bereue nichts. Das sind genug Bonbons. Immer verbietest du mir den Spaß. Warte. Was denn jetzt? Ich brauche meine Lektüre. Hier stehen all meine Rezepte drin. Du siehst, ich bin eine gute Bäckersfrau. Ich muss nur die richtige Seite finden. Ah, oh, hier ist es. Die Schrift ist so klein. Dann setz doch deine Brille auf. Wofür die Brille, wenn ich eine Lupe habe? Aha, wie mache ich was vor? Ich sehe nichts. Ich wusste es. Vielleicht klappt's mit dem. Ich kann etwas sehen. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Hier ist mein Schneidebrett. Und los geht's. Zuerst schneide ich die Birne in Scheiben. Genau so. Jetzt brauche ich eine Ziploc-Tüte. In die Tüte kommen die Bonbons. Das müsste reichen. Jetzt kann ich meinen Frust ablassen. Ich schlage die Bonbons in kleine Stücke. Jetzt lege ich die Birnenscheiben auf das Backblech. Und mache Bonbonstreusel obendrauf. Jede Scheibe bekommt eine großzügige Schicht Bonbons. So weit, so gut. Gib's zu. Du bist neidisch. Bin gleich wieder da, Schatz. Das muss jetzt in den Ofen. Ich drehe den Backofen auf. Jetzt warten wir, bis die Bonbons geschmolzen sind. Aber es darf nichts anbrennen. Sie sehen perfekt aus. Ich brauche noch eine Sache. Zum Glück habe ich heute Morgen diesen Kuchen gebacken. Den brauche ich jetzt. Guck dir die Farbe an. Die Birnen sind eine schöne Dekoration. Ich steck die Stücke oben rein. Wow, hast du sowas schon mal gesehen? Das ist der schönste Kuchen aller Zeiten. Es wäre eine Schande, den zu essen. Findest du nicht auch? Wow, der sieht echt cool aus. Was hast du gemacht? Ich habe dich moralisch unterstützt. Was hast du gemacht? Kann ich nicht der offizielle Kuchenvorkaster sein? Gib her. Nein. Lexi. Mmh, der ist so lecker. Wie konntest du nur? Hä? Hast du was gesagt? Deshalb mache ich nie. Schöne Dinge. Probier doch mal. Na komm. Seht euch das an. Eure erste Challenge. Popcorn? Na gut. Das ist doch ganz einfach. Hm, diese Fledermaus ist frisch. Diese Blätter habe ich heute Morgen gepflückt. Und auch Schokolade nicht vergessen. Mh, sieh dir das an. Und schließlich der Popcorn-Mais. Es geht nicht ohne ihn. Und jetzt der Zauberspruch. Geister, ich befehle euch, knallt den Mais. Ich fühle mich so lebendig. Es ist wunderschön. Brodel, brodel, all die Mädel. Ja, es sieht gut aus. Ah, Schluss damit. Ich fange sie besser. Ich habe meine Tüte gleich hier. Oh, das macht Spaß. Sie hat es tatsächlich geschafft. Das wird reichen. Sieht lecker aus. Sehr gut gemacht. Wir warten noch. Du schaffst das, Oma. Psst, hey. Ich kann dir helfen. Aber wie? Oh, die Hand. Ich brauche deine Hilfe. Gib diese Bonbons der Oma. Ich zähle auf dich. Lass mich nicht im Stich.
Was? Oh, das ist eine körperlose Hand. So eine brave Hand. Schmecke ich die Fledermaus? Moment mal. Du hast mich verraten. Ich mache aus dir eine Haxensuppe. Mann, sie hat Wutprobleme. Ich habe eine Idee. Ich gebe etwas Öl in die Pfanne. Also rein mit dem Mais. Und die Bonbons. Jetzt warte ich, bis sie gar sind. Ich lege einen Deckel drauf, um alles zu beschleunigen. Die Maiskörner platzen schon. Na schau, die Bonbons färben sie. Das reicht völlig aus. Wow, wie bunt das aussieht. Ich bin fertig. So ein schönes Popcorn habe ich noch nie gesehen. Ekelhaft, du wirst meins lieben. Meine Oma hat das toll gemacht. Bitte lass sie gewinnen. Okay. Du gewinnst, Oma. Oh, wow. Vielen Dank. Du weißt nicht, was du willst. Lecker. Was kommt jetzt? Das sieht gut aus. Psst. Wie wäre es damit? Du bist so nervig. Das ist es. Bei der nächsten Challenge geht es um Brot. Das kann ich schaffen. Wie funktioniert dieses Ding? Was macht sie da? Es klingelt. Hallo? Wen ruft sie an? Perfekt. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss nur warten. Oh, das ging aber fix. Ha? Oh, hier. Behalten Sie das Wechselgeld. Was für ein netter junger Mann. Mal sehen, was ich da habe. Das ist Betrug. Na gut, zwei können dieses Spiel spielen. Hallo? Können Sie mich hören? Ich will eine Lieferung. Wow. Schneller Lieferung. Vielen Dank. Danke, mein Freund. Immer noch hier, hm? Gib das her. Toll. Lass uns später abhängen. Man gibt nicht auf. Na gut. Nimm das. Das sollte genügen. Du raubst mich total aus. Du solltest eine Maske tragen. Das war ein guter Arbeitstag. Mal sehen, was ich hier habe. Was? Kohle? So ist das also, ja? Hey, alte Frau. Hey. Willst du was Cooles sehen? Das klappt immer. Aber das ist Diebstahl. Genial, oder? Oh, oh, ist er zurück? Hallo, Kleiner. Moment, lass uns drüber reden. Das ist noch nicht vorbei. Du stehst auf meiner Racheliste. Halt mich da raus. Ich mach besser mit meinem Rezept weiter. Ich lege einen Marshmallow zwischen zwei Brotscheiben. Jetzt schneide ich mit einem Glas einen Kreis aus. So wie hier. Ich lege den Brotkreis in das heiße Öl. Ich möchte, dass es schön goldbraun wird. Es ist knusprig, knackig und zähflüssig. Ich bin ziemlich zufrieden damit. Das ist doch langweilig. Was soll ich jetzt tun? Vielleicht kann ich diese Reste verwenden. Ich habe eine Idee. Ich rolle das Brot zu einer Spirale. Ich möchte, dass es eng bleibt. Ich stecke ein Holzstäbchen hinein, um es festzuhalten. Dann tauche ich es in Butter. Ich möchte es komplett beschichten. Dann gebe ich es in Zucker. Das war's. Leckere, süße Snacks. Die sind fast so süß wie ich. Denkst du, Betty? Das ist mir völlig egal. Ich denke, meine Oma sollte gewinnen. Oh, du bist so lieb. Schade für dich. Gut gemacht oder was auch immer. Ich frage mich, was es diesmal sein wird. Mir fällt nichts mehr ein. Oh, ein Apfel. Mach etwas damit. Das ist schon eher so. Ich sollte mich besser vorbereiten. Oh, ich fühle mich süß. Ich liebe die Gartenarbeit. Und ich bin so gut da drin. Es ist sehr entspannend. Ich pflanze diesen kleinen Kerl besser ein. Rein mit dir. Ich schiebe es gleich da rein. Ich hoffe, du bist durstig. Ich habe hier ein köstliches Wasser für dich. Trink aus. Das sollte reichen. Jetzt lasse ich es anbauen. Das dauert eine Weile. Nichts los. Nö. Gar nichts. Was? Ich bin wach. Das ist so tragisch. Komm schon. Das ist es, was du willst. Beeindruckend, was? Das hast du angebaut? Wow. Ich benutze es, um Prinzessinnen in Märchen anzulocken. Und jetzt gib mir die Äpfel. Aua. Das war wirklich lustig. Das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche noch eine Sache.
Ich lege den Apfel auf den Ständer. Dann lasse ich die Maschine ihre Arbeit erledigen. Sie schält ihn für mich. Ich muss mich einfach zurücklehnen und entspannen. Und das war's, aber ich bin noch nicht fertig. Ich entkerne den Apfel. Ich nutze dafür einen Löffel. Da ist noch was drin. Als nächstes lege ich Bonbons ins Loch. Ich kann ihn jetzt beiseite legen. Ich habe ein Stück Teig. Ich schneide ihn in Streifen. Perfekt. Jetzt kann ich sie um den Apfel herumwickeln. Ich möchte sie übereinander legen, so wie hier. Jetzt ist es Zeit, ihn in den Ofen zu schieben. Ich will, dass das Gebäck golden ist. Das sieht aber lecker aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Versuch mal, das zu schlagen. Wo hat sie das gelernt? Ich muss nachdenken. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Wem mache ich was vor? Es muss noch beeindruckender sein als das. Autsch! Warte. Ich habe etwas. Wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Aber es gibt noch etwas anderes. Ein Donut. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Zuerst schneide ich den Apfel in Stücke. Dann muss ich den Kern entfernen. Ich habe einen schönen Apfelring. Ich stecke einen Holzspieß hinein. Dann tauche ich ihn in den Teig. Ich werde alles beschichten. Jetzt ist es Zeit, ihn zu braten. Sieh dir diese Blasen an. Ich möchte, dass der Teig komplett gebacken wird. Er darf nicht matschig sein. Dann tauche ich ihn in geschmolzene Schokolade. Das ist ja zum Anbeißen. Jeder liebt Schokolade. Zum Schluss füge ich noch Streusel hinzu. Das sind gesunde Donuts. Aber sie schmecken großartig. Die riechen fantastisch. Du kotzt mich an. Gut gemacht, Oma. Bravo, du hast gewonnen. Hast du das gehört? Ich habe gewonnen. Juhu! Sieh dir das an. Wir sind so verschieden, aber gut. Die nächste Challenge ist Würstchen. Lecker. Und was nun? Mein treuer Eimer lässt mich nie im Stich. Oh, das habe ich ganz vergessen. Das beste Haustier, das ich je hatte. Sieh dir auch all diese Federn an. Vorsicht, ich habe Allergien. Ich konzentriere mich auf mein Gericht. Ich habe einen Kopf voll mit Leckereien. Mal sehen. Aha. Oh, eine Wolle. Ha? Was macht sie denn da? Warte mal kurz. Ich habe eine Idee. Ich würde es bereuen. Das würde eine tolle Überraschung sein. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ist das eine Schlange? Hab ich dich? Ach, du bist die Schlimmste. Nimm das. Aua. Wo bin ich? Es war nur Wolle. Gib mir das. Warte. Ich weiß schon. Ich lege ein Würstchen in die Pfanne und schiebe Spaghetti rein. Genau so. Ganz durch. Ich will, dass das Würstchen in der Mitte ist. Dann gebe ich sie in kochendes Wasser und warte, bis es gar ist. Das reicht schon. Eine köstliche, sättigende Mahlzeit. Ich würde das essen. Du spielst diese Spielchen, hm? Jetzt ist es persönlich. Bitte Schluss damit. So verzweifelt. Geht es dir gut? Puh, gefunden. Ich wusste, dass ich ein Würstchen hatte. Du musst so stolz sein. Ich stecke ein kleines Stück Nudeln in das Würstchen. Dann den Mais auf die Nudeln drücken. Ich mache das rund um die Wurst. Ich möchte sie mit Mais bedecken. Es dauert eine Weile, aber das ist es wert. Nun zum Brötchen. Ich werde es in zwei Hälften teilen. Dann das Würstchen hineinlegen. Ich gebe etwas Soße dazu. Ich mag es scharf. Je schärfer, desto besser. Ich könnte es jetzt sofort essen. Ist das nicht fantastisch? Die Entscheidung liegt bei euch. Meine Omi gewinnt. Einverstanden? Ja, nimm das. Hallo, Mama. Hä? Wo ist sie? Ich habe Hunger und möchte was essen. Na gut, dann muss ich mir selbst was machen. Wird Zeit, den Kühlschrank zu plündern. Mal gucken, was wir haben. Nicht gerade viel. Total enttäuschend. Hä? Eine Koch-Challenge? Ich werde es versuchen. Ich werde ein Festmahl kochen. Ich habe schon gebacken, als du noch in den Windeln lagst. Los geht's. Juhu, das hat Spaß gemacht. Bereit für die Challenge? Als erstes macht ihr einen Kuchen. Los geht's. Das ist ja einfach. Normalerweise kaufe ich einen im Laden. Ich glaube, ich habe da was in meiner Tasche.
Oh, Marmelade. Die ist gut. Der soll ja schön süß werden. Und ich brauche das Kuchenblech. Und natürlich Teig. Ich habe das für Notfälle dabei. Man weiß ja nie, wann man es braucht. Ich fange mit dem Teig an. Der kommt aufs Backblech. Und dafür habe ich einen kleinen Trick. Ziemlich beeindruckend, was? Jetzt gieße ich die Marmelade drauf. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich muss sie gut verteilen. Oh, das sieht gut aus. Jetzt lege ich Teigstreifen drüber. Ich fange mit den horizontalen an. Und dann kommen die vertikalen. So entsteht dieser Gittereffekt. Jetzt kann er in den Ofen. Bin gleich zurück. Der muss jetzt backen, bis er goldbraun ist. Ich werde ihn im Auge behalten. Sie hat das so leicht gemacht. Was mache ich? Oh ja, ich weiß. Ich habe ja ein Brötchen. Und Sprühsahne. Kuchen muss nicht immer ausgefallen sein. Hauptsache, er schmeckt gut, oder? Ich sprühe die Sahne einfach oben drauf. Das Brötchen muss bedeckt sein. Und dann noch Streusel. Die verleihen ihm Farbe. Sieht schon ganz gut aus. Ach, wie mache ich etwas vor? Zu schlicht. Aber nicht mehr lange. Allerdings brauche ich Hilfe. Wupp, wupp. Ich liebe diesen Club. Wer ruft mich an? Kannst du mich hören? Hallo? Das ist sinnlos. Was war das denn? Bum, bisch, bum. Hoffentlich ist's wichtig. Sorry, aber ich brauche deine Hilfe. Dem fehlt ein bisschen Pep. Was ist das denn? Aber du hast Glück. Ich werde dich damit umhauen. Guck dir den an. Was ist los? Wow, unglaublich. Der ist perfekt. Vielen Dank. Mein Kuchen ist fertig und der riecht super. Was? Ist das ein Einhorn? Habe ich vergessen, meine Pillen zu nehmen? Hey, alte Dame, es ist unhöflich, so zu starren. Es ist echt. Nein! Guck, was du gemacht hast. Der Kuchen, das ist eine Katastrophe. Ist es schon so spät? Ich muss los. Der ist hin. Daran ist dieses Einhorn schuld. Vielleicht kann ich ihn noch retten. Ich habe so hart daran gearbeitet. Den kann ich Lizzie nicht servieren. Oh, das ist schade. Ich fühle mich mies. Warte. Psst. Hier. Nimm den. Hä? Was machst du da? Das ist sehr nett. Vielen Dank, meine Liebe. Das ist ein beeindruckender Kuchen. Oh, ich liebe ein Happy End. Für mich seid ihr beide Gewinnerinnen. Wirklich? Wow. Wir haben es geschafft, Süße. Okay, fertig. Ich möchte, dass ihr eine Pizza backt. Ich weiß noch nicht so recht. Das könnte schwierig werden. Ich brauche ein paar Zutaten. Und ich habe alles, was ich brauche, hier. Mal sehen. Oh, ich brauche auf jeden Fall Teig. Zuerst rolle ich ihn aus. Gut, dass ich mein Nudelholz dabei habe. Die Größe ist perfekt. Das ist echt harte Arbeit. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Okay, was kommt als nächstes? Ah ja, die Soße. Jede Pizza hat einen Tomatenboden. Und meine bekommt Ketchup. Mit dem geht's viel schneller. Ich spritze ihn einfach auf den Boden. Ja, gestern Abend hätte ich nicht feiern sollen. Ich bin heute so müde. Na los, ich muss das zu Ende bringen. Meinen Schönheitsschlaf kann ich später noch nachholen. Ich mache jetzt den Belag drauf. Wo ist denn der Käse? Aha, ich streue den einfach drauf. Danach könnte ich ein Nickerchen machen. Das ist ein interessanter Belag. Weißt du, was du tust? Psst, Schatz, muss mich konzentrieren. Ich hole nur kurz meine Augen aus. Hä? Aufwachen! Juhu! Aufwachen, aufwachen! Mach die Augen auf! Sie schläft einfach weiter. Okay, ich lasse sie ihr Nickerchen machen. Ich muss eine Pizza machen. Ist nicht so leicht. Oder ich nehme die hier. Niemand hat gesagt, dass ich keine Tiefkühlpizza nehmen darf. Ich mache noch ein bisschen Belag drauf. Und dann ab in den Backofen damit. Ha, das war eine gute Idee. Ich muss eingenickt sein. Oh, die Challenge. Warum ist alles so unscharf? Wo ist meine Brille? Die muss hier doch irgendwo sein. Meine Pizza ist fertig und sie sieht lecker aus. Lizzie wird sie lieben. Alles okay bei dir? Ich kann nichts sehen. Was machst du denn nur? Warte, ich helfe dir. Was würde ich nur ohne dich tun? Das ist besser.
Meine Pizza! Ich habe versucht, dich zu warnen. Meine Pizza ist fertig, Lizzie. Oh, meine war nicht mal im Ofen. Hm, lecker. Was? Oh, schon Zeit für die Bewertung. Oma, ich bin mir da nicht so sicher. Die kannst du essen. Tut mir leid, Liebes, bin eingeschlafen. Was ist mit dir, Mama? Ja, das ist eine Pizza. Du hast gewonnen. Ja, ich wusste es. Mein Bild ist fertig. Backt jetzt bitte Kekse. Was? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht, oder ich könnte... Warte, ich hab's gleich. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Ich muss eine Bestellung aufgeben. Wow, das ging aber schnell. Danke, dann mal los. Die Präsentation ist entscheidend. Tada, was sagst du? Soll das ein Witz sein? Was? Was ist los? Offensichtlich war ich noch nicht fertig. Ich gönn mir einen Keks. Die sind lecker. Sehr lecker sogar. Das bringt mich auf eine Idee. Ich trenne den Keks von der Füllung. Das gleiche mache ich mit einem zweiten Cookie. Dann staple ich sie. Doppelte Füllung, doppelter Geschmack. Warte, nein, das geht nicht. Oder doch? Ja, ich mache einen riesigen Cookie. Ich staple die Füllungen übereinander. Mal sehen, wie hoch ich komme. Vorsichtig, er soll nicht einstürzen. Und mit einem Keks schließe ich ab. Wow, das ist ja ein Cookie Tower. Naja, ist okay, denke ich. Du hast dein Bestes gegeben. Aber du hast das noch nicht gesehen. Vertrau mir, ich muss noch mal meine Tasche plündern. Hä? Wo kommt der denn her? Ich muss mal wieder trainieren. Oh, hey, kleiner Freund. Nichts davon hilft mir. Warte, was ist das für ein Geräusch? Sitze ich auf was? Wie sind die denn da hingekommen? Aber ich will mich nicht beschweren. Ich schütte die zerbrochenen Kekse in die Schüssel. Da kommt jetzt ein Löffel Erdnussbutter rein. Und dann etwas Sahne. Ich brauche nicht viel. Das reicht auch schon. Jetzt mixe ich das zu einem Teig. Und dann rolle ich Kugeln draus. Ich lege sie auf ein Gitterrost. Und gieße noch geschmolzene Schokolade drüber. Die werden super gut schmecken. Bevor die Schokolade fest ist, mache ich noch Streusel drauf. Die sind süß und lecker. Ich bin fertig. Okay, die sehen gut aus. Aber das ist eine architektonische Meisterleistung. Es liegt an dir, Lizzie. Oh, toll. Okay. Oh, interessant. Die sehen gut aus, Oma. Danke, Schatz. Und Mama? Schon gut. Sag ruhig, dass ich gewonnen habe. Wow, du bist die klare Siegerin. Dein Ernst? Wieso? Okay, hier ist die nächste Challenge. Backt einen Obstkuchen. Der sollte gut werden. Ich dachte, das wäre eine Challenge. Hör auf zu prahlen. Ich muss ein paar Sachen einkaufen. Ist schön, mal rauszukommen. Bis später, Liebes. Geht sie jetzt einkaufen? Ach, ich nehme dafür mein Telefon. Schauen wir mal, was es gibt. Nö. Oh, das wird reichen. Und jetzt warte ich. Du verdienst dein Geld heute wirklich. Mal sehen. So geht's. Ich staple sie übereinander. Ach, das war zu einfach. Jetzt kommt noch die Verzierung. Die Schokosoße peppt das Ganze schön auf. Ich bin echt begabt. Ich will das. Bitte. Das war ein schöner Einkaufsbummel. Ich glaube, ich habe alles. Ha? Du hast nichts gesehen. Das beunruhigt mich nicht. Ich habe nämlich was Besonderes vor. Ich fange mit einer Birne an. Ich brauche auch eine Pfanne. Das wird lecker. Ich mache einen Schnitt in den Teig. Und lege dann die Füllungen drauf. Jetzt klappe ich den Teig um. Noch die Kanten bearbeiten. Und dann goldbraun braten. Natürlich darf die Schokosoße nicht fehlen. Das kann ich nämlich auch. Ich bin fertig. Na, was sagst du? Ich bevorzuge meins. Hier, Lizzie. Ich hoffe, du magst das. Das sieht gut aus. Was ist mit meinem Teller? Wow, fantastisch. Oma gewinnt. Daran bestand nie ein Zweifel. Jetzt kommt die letzte Runde. Diesmal möchte ich ein leckeres Sandwich. Oh, schön. Das kann ich. Ich habe auch schon einen Teller mit frischen Zutaten. Schau dir das an. Ich will keine Zeit verlieren. Womit fange ich an? Ja, bitte.
Bekomme ich etwas Brot ab? Was? Du willst das? Okay. Ich brauche auch die Wurst. Und den Käse. Kein Problem. Warte. Mehr habe ich jetzt nicht? Was soll ich denn damit anfangen? Das habe ich davon. Ich bin zu nett. Hey, warte. Ob das geht? Das könnte klappen. Ich lege den Käse aufs Backblech. Das kommt in den Ofen. Ich warte, bis der Käse geschmolzen ist. Guck, wie er Blasen wirft. Okay, jetzt kann er raus. Ist er abgekühlt, lege ich Schinken und Salat drauf. Auch noch Tomaten und Zwiebeln. Und jetzt vorsichtig aufrollen wie einen Burrito. Den schneide ich noch in zwei. Sieht lecker aus. Sieht aus wie auf Lizzys Bild. Ich hoffe, das schmeckt ihr. Wie hat sie das gemacht? Ich muss mich beeilen. Oh, ich habe eine Idee. Ich lege den Käse aufs Brot und dann ein Würstchen. Dann wickle ich das Würstchen ein. Mit Holzspießen fixiere ich das Ganze. Und dann schneide ich Stücke ab. Genauso. Die tauche ich in Ei. Das muss komplett bedeckt sein. Dann in Semmelbrösel wenden. Und ab in die Pfanne damit. Ich lasse sie brutzeln, bis die Semmelbrösel goldgelb sind. Das serviere ich mit Soße und ein paar Kräutern. Sowas wollte ich schon immer mal machen. Mehr konntest du daraus nicht machen? Lizzy, wird Zeit für deine Bewertung. Mir ist so langweilig. Das riecht gut, Mama. Kannst kaum erwarten, die zu essen. Aber, guck dir das an. Wow, super. Du hast gewonnen, Oma. Ich hoffe, du hast Hunger. Was ist mit dem Licht passiert? Halt mich, Oma. Puh. Ha? Irgendwas stimmt hier nicht. Glaubst du, das sind Geister? Ich hab Angst. Beschütz mich. Ich mag die Dunkelheit nicht. Schon gut, Schatz. Oma ist hier. Ich weiß, was zu tun ist. Ich muss Platz schaffen. Hiya! Wow, du bist ja verrückt, Oma. Ich mache mit dem Spieß ein Loch in die Butter. Und da kommt ein Docht rein. Jetzt kann ich den anzünden. Guck dir das an, eine Kerze. Wow, und die riecht lecker. Was ist hier los? Jemand hat mit Essen nach mir geworfen. Das war Leo. Das war's. Zeit für eine Koch-Challenge. Wovon redest du? Schweig! Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Wo sind wir? Aha, da seid ihr ja. Bereit für den Spaß? Legen wir los. Das ist so aufregend, was wir wohl bekommen. Hier kommt eure erste Challenge. Ein leckeres Ei. Oh, das wird einfach. Guck mal, das sind so viele. Worauf wartest du? Ich weiß nicht, wie man Eier kocht. So schwer ist das nicht. Leo, was machst du da? Ich habe Besseres zu tun. Das bringt mich auf eine Idee. Der ist so lecker. Warte, was macht Oma da? Ich fange mit dem Kochen an. Pass auf, Kleiner. Ich brauche eine Pfanne und etwas Öl. Das reicht. Da schlage ich das Ei rein. Aber nur das Eigelb. Hörst du das Brutzeln? Ich muss jetzt schnell sein. Hier habe ich einen Holzspieß. Den schiebe ich vorsichtig ins Eigelb. Dann warte ich, bis es gar ist. So muss das aussehen. Jetzt habe ich Eierlollis. Ziemlich eitastisch. Ach ja? Das kann ich übertreffen. Ich brauche nur was aus meiner Tasche. Nee. Nö. Was ist das? Ich sehe voll cool aus. Limo. Ja, nach der habe ich gesucht. Ich fange besser gleich an. Zuerst trinke ich die Limo aus. Dann schneide ich ein Stück von der Dose ab. Jetzt brauche ich eine zweite Limo-Dose. Ich schneide den oberen Teil ab. Dabei lasse ich mir Zeit. Ich will ja keinen Unfall. Den oberen Teil brauche ich nicht. Ich stecke die Dose in die erste. Passt perfekt. Jetzt stelle ich die Kerze in die Dose und zünde sie an. Gemütlich. Jetzt kommt das Ei oben auf die Dose und ich kann entspannt abwarten. Ich bin genial. Siehst du das, Oma? Was riecht hier so? Leo, dein Ei, es verbrennt. Das sollte nicht passieren. Was soll ich machen? Oma, rette dich. Zurücktreten. Feuer. Hilf mir!
Ich hab's! Oma? Wow, du bist eine Heldin. Nein, ich bin eine Oma. Aber das war knapp. Leo? Ich bin hier drüben. Oma gewinnt diese Runde. Herzlichen Glückwunsch. Ich? Yippie! Mehr Glück beim nächsten Mal, Leo. Langsam wird's heiß hier. Merkt ihr das auch? Ich schwitze. Ich muss mich abkühlen. Das ist nice. Oh oh. Ein Eiswürfel, der wird helfen. Der ist schön kühl. Kann ich vielleicht helfen? Ich glaube, der bringt nichts. Hey, das ist eure nächste Challenge. Macht mir Eiscreme. Das ist mal eine gute Challenge. Guck mal. Ich habe Joghurt. Den könnte ich sofort essen. Ziemlich cool, was? Ist okay, denke ich. Was zum... Eine große, saftige Wassermelone. Lecker. Ich glaube, ich bin verliebt. Sie ist wunderschön. Ups. Hui, was für ein Albtraum. Ich kann nicht länger warten. Ich mach den auf. Oh, ich habe eine tolle Idee. Dafür brauche ich aber meinen Mixer. Ich habe den immer griffbereit. Man weiß nie, wann man was mixen muss. Schön cremig. Rein damit. Ich schneide jetzt meine Melone. Nimm das. Ich wusste, dass das Ninja-Training nützlich wird. Die kommen in den Mixer. Ich mache den bis oben voll. Das wird fantastisch. Und so erfrischend. Jetzt wird gemixt. Gleich geht's ab. Das soll schön glatt werden. Niemand mag klumpige Eiscreme. Das könnte ich mir ewig anschauen. Ich denke, es ist fertig. Den Saft gieße ich in die Eiszapfenform. Ohne zu kleckern. Guck dir diese Farbe an. Ich büffel auch die anderen Formen. Jetzt noch Eisstiele rein. Und ab damit ins Gefrierfach. Es dauert 2 Stunden, bis sie fest sind. Ich denke, die können raus. Schauen wir mal. Oh, wow. Die sehen köstlich aus. Und die waren einfach gemacht. Diese Runde gewinne ich auch. Was? Die Zeit wird knapp. Die Challenge total vergessen. Beeil dich besser. Was soll ich machen? Aha, ich hab's. Dieser Eisstiel wird mich retten. Guck dir das an. Oh, wow. Ich steck den in den Joghurtbecher. Jetzt zum lustigen Teil. Ich brauche einen Eiswürfel. Mit dem fahre ich über den Becher. Der ist schön kalt und lässt den Joghurt einfrieren. Das war's. Den brauche ich nicht mehr. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Hoffe, es hat geklappt. Guck, ich hab's geschafft. Ein cremiges, leckeres Joghurt-Eis. Siehst du das? Es geht noch weiter, Oma, und zwar mit Schokoaufstrich. Ich tauche den gefrorenen Joghurt da rein. Der soll komplett bedeckt sein. Bist du verrückt? Das wird dich umhauen. Oh ja, das ist guter Stoff. Süß, klebrig und lecker. Darf er das überhaupt? Gib's zu, das ist fantastisch. Ist okay, du kannst neidisch sein. Naja, gleich wissen wir, wer gewonnen hat. Es liegt an dir. Beide sehen gut aus, also unentschieden. Das ist nur fair. Yes, gewonnen! Schlag ein! Oh, okay. Was macht er da? Ich bin so müde. Schokolade. Das sieht wirklich gut aus. Hä? Oh, die Challenge. Eure nächste Aufgabe, Schokolade. Die wird hoffentlich gut. Oh, wow. Die perfekte Challenge für mich. Yippie, das wird ein Spaß. Wow, süße, köstliche Schokolade. Und sie gehört nur mir. Ich hatte mir mehr erhofft. Aber okay, ich kann damit arbeiten. Ich muss mir nur was einfallen lassen. Was macht Leo? Ich kann nicht widerstehen. Ich genehmige mir eine kleine Kostprobe. Was kann schon passieren? Ich bin so glücklich. Du hast ein Problem. Meine Hand ist voll geschmiert. Oh nein, die Schokolade ist geschmolzen. Das ist eklig. Warte, das bringt mich auf eine Idee. Das wird gut werden. Der Rest der Schokolade ist geschmolzen. Da tauche ich meine Hand rein. Fühlt sich seltsam an. Okay, jetzt brauche ich eine Schüssel mit eiskaltem Wasser. Da stecke ich meine Hand rein. Dadurch wird die Schokolade fest. Ich bin neugierig. Wie geht's weiter? Das war lang genug. Ich habe einen Schokoabdruck von meiner Hand. Ich ziehe den vorsichtig ab. Voll cool. Was denkst du, Oma?
gut gemacht. Ich bin dran. Und ich habe Schokoaufstrich. Sowas esse ich normalerweise nicht. Ich brauche einen Löffel. Den mache ich voll. Sieht wirklich gut aus. Soll ich? Nur eine kleine Kostprobe. Wow, das ist köstlich. Ich will mehr. Wo warst du mein ganzes Leben? Das ist fantastisch. Und wie schmecken die Streusel? Ups, die sind ganz schön schlüpfrig. Langsam wird's nervig. Ich kann kaum zugucken. Mir bleibt nur eins übrig. Ich esse sie direkt aus der Schüssel. Erzähl das aber nicht deiner Mutter. Lecker, lecker. Hey, das sieht ja gut aus. Ich fühle mich so schick. Nicer Look, Oma. Warte, ich möchte was probieren. Oh, guck dir das an. Das ist ein Schokokuss. Wie niedlich. Der ist für dich. Komm schon, lass mich gewinnen. Oh, ich wusste nichts über deine Gefühle, Oma. Es gibt noch mehr, wo der herkommt. Nein, fall nicht drauf rein. Hä? Ich habe einen besonderen Ring. Guck, der glänzt. Boah, unglaublich. Hey, das ist Betrug. Das ist unfair. Du hast gewonnen, Leo. Gut gemacht, Kumpel. Jawohl. Nee, nee. Sei ein netter Gewinner, Leo. Das wird fantastisch. Zum Glück hat Oma abgespielt. Ich habe ein leckeres Rezept erarbeitet. Und ich habe alle meine Zutaten hier. Wow, guck dir die Farben an. Das war die letzte Flasche. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich brauche noch Sahne. Hoffentlich habe ich genug davon. Ich will alles komplett bedecken. So was Cooles habe ich noch nie gemacht. Ich fühle mich so lebendig. Als nächstes kommen Streusel. Die müssen einfach sein, oder? Das sieht voll gut aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich kann nicht länger warten. Ich muss es probieren. Oh, mein Magen. Jake, was machst du da? Erwischt. Leg den Strohhalm weg, sofort. Nicht schon wieder, Jake. Erinnerst du dich noch an letztes Mal? Ich bin sehr enttäuscht. Mir bleibt nur eins übrig. Nein! Wartet mal, seht ihr das auch? Was ist da denn los? Das gefällt mir gar nicht. Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Wow, das war voll cool. Wird Zeit für eure Koch-Challenge. Was ist das? Ich weiß es nicht. Rechtschreibung ist knifflig. Aber egal, ich will, dass ihr mir eine gute Pizza macht. Was? Mal sehen, was hier drunter ist. Was soll das sein? Oma, alles okay? Oh, das ist Pizzateig. Warte mal, ist das alles? Oh, da ist das Funkeln in deinen Augen. Hände weg, alte Dame. Der gehört mir. Leg dich bloß nicht mit mir an. Lass los. Niemals. Hör damit auf, ich sag's Mom. Denkst du, ich habe Angst vor ihr? Wow. Pass auf. Nein. Fang ihn auf. Das ist alles deine Schuld. Ich nehme den trotzdem. Oh nein, das tust du nicht. Warum machst du das? Ich war in Panik. Das hält mich aber nicht auf. Gib den her. Ach, du solltest öfter deine Füße waschen. Aber wenigstens gibt das dem Tag einen käsigen Geschmack. Ich gare ihn auf dieser Herdplatte. Die muss ich noch hochdrehen. Ich möchte, dass er schön knusprig wird. Ziemlich gut, was? Und was mache ich jetzt? Ah, ich weiß. Schokolade hilft doch immer. Wer sagt, dass Pizza aus Teig sein muss? Daraus wird meine süße Basis. Ich werde die Schokolade zuerst schmelzen. Dafür nehme ich den Föhn. Schleppst du den immer mit dir rum, sag mal? Klar, was denkst du, warum meine Haare so toll aussehen? Ups, der darf nicht anbrennen. Ich drehe den jetzt um. Sieht sehr gut aus. Ich nehme Sahne statt Tomatensauce. Und ich habe eine süße Idee. Ich male ein Smiley-Gesicht darauf. Oh, was für ein glücklicher Fuß. Nun kommen Streusel drauf. Die geben dem Ganzen Farbe. Nenn mich Streusel Bay. Oh, es wäre schade, den zu essen. Liam? Oh ja, das passiert wirklich. Ich verteile die Schokolade schön dünn und dann warte ich, bis sie fest ist. Wow, meine Basis ist fertig. Ich probiere mal was aus. Ich wollte schon immer mal zur Zauberschule. Pizza Bellagius. Wow, das hat echt geklappt. Ich habe es gerade erfunden. Das verstehe ich nicht, aber meine ist mit Liebe gemacht. Irgendwas riecht hier komisch, Oma.
Eine Schokopizza? Du kennst mich voll gut, Liam. Wer wird gewinnen? Liam hat gewonnen. Wow, hast du das gehört? Gut gemacht, Süßer. Oh, das ist so schön. Mit wem spricht er da? Saftige Garnelen und leckere Spaghetti. Ah, hab schon verstanden. Der Junge liebt Nudeln. Okay, ich werde ihn nicht enttäuschen. Es geht doch nichts über Omas Kochkünste. Ich gebe meine Nudeln in den Topf. Ach, wie spannend. Das sieht schon ziemlich lecker aus. Wie kann ich nur gegen sie gewinnen? Nachdenken. Warte mal, ich hab's. Ich mach das mit Kaugummi. Einen Versuch ist es wert. Das könnte tatsächlich klappen. Hat doch Ähnlichkeit mit Nudeln. Ich hab da ein gutes Gefühl bei. Ich leg den auf den Teller und richte ihn an wie Spaghetti. Aber ich brauche auch noch Soße und ich weiß auch schon welche. Ich nehme Schokosirup. Jake ist eine richtige Naschkatze. Sein Zahnarzt schimpft immer. Was noch? Wie wär's mit veganen Gummibärchen? Die sind süß und zäh und geben dem Ganzen mehr Geschmack. Das ist ein richtiges Gourmet-Essen. Hey Oma, guck dir das mal an. Oh, sehr kreativ, mein Lieber. Aber wart's nur ab. Ich brauche noch veganen Käse. Der wird nun geteilt. Ich muss mich nur an Senseis Worte erinnern. Ah! Diese Hände sind Waffen. Werden aber nur für Gutes eingesetzt. Und zum Hacken von Käse. Wow, oh, das war so cool. Du warst wie ein Ninja. Autschi. Oh, das verlangt viel Training, mein Schatz. Oh, ich bleib lieber bei Mathe. Egal, ich kümmere mich nun um mein Nudelgericht. Ich steche mit den Löffeln in den Käse und dann zerkleinere ich den. Oh, das sieht gut aus. Genauso wollte ich das. Und nun schütte ich das auf den Teller. Und schon habe ich einen ausgehöhlten Käseleib. Und wie geht's meinen Nudeln? Oh, fast fertig. Jetzt zum lustigen Teil. Die Nudeln kommen in den Käseleib. Das ist eine tolle Schüssel. Und nun streue ich noch Käse darüber. Wow, das ist echt clever. Was zum... Zurückbleiben bitte, jetzt wird's heiß. Denn ich schmelze den Käse. Genau nach meinem Geschmack. Schön geschmolzener Käse, lecker. Ja, das müsste reichen. Halt das mal. Und wie ist es? Finden wir es heraus. Wow, schau dir das nur an. Ich kenne einen süßen Jungen, dem das schmecken wird. Ich spreche von dir, Jake. Wow, ich will das. Warte, du hast mein Gericht noch nicht gesehen. Es ist voller Süßigkeiten. Die sehen beide gut aus, aber Liam liegt vorne. Sorry, Omi. Zweimal in Folge? Yeah! Naja, ich habe mein Bestes gegeben. Bäh, diese Pommes schmecken ekelig. Könnt ihr da was machen? Meint er das ernst? Keine Sorge, ich hab's. Gib mir eine Sekunde. Hallo? Ja, ich würde gerne was bestellen. Eine Portion deiner leckeren Pommes. Hey, bestell zwei Portionen. Einen Moment bitte. Ja, machst du mir zwei? Na klar. Nein, warte. Ich will noch mehr. Ich will 10 Portionen. Was ist das denn ernst? Wie viel willst du? 10? Nein, ich will alle. Ich glaube nicht, dass das geht. Bist du sicher? Vergiss das. Mach mir die größte Portion, die du hast. Das sind eine Menge Pommes. Das kannst du laut sagen. Mach sie einfach riesig. Hey, der Kunde ist König. Das wird mich einiges kosten. Das kann doch nicht sein. Schon da? Wow, die ist riesig. Seht ihr das auch? Bitte sehr, Jake. Du wolltest Pommes. Wow, fantastisch. Und was mache ich jetzt? Das wird schwierig. Warte mal, ich glaube, ich hab's. Gib mir doch bitte mal den Apfel, mein Schatz. Was? Willst du den? Okay, hier, fang. Danke, mein Schätzchen. Wie mache ich das denn jetzt? Ah, ich weiß. Ich brauche einen Löffel. Ich steche um den Apfel herum. Dann kann ich das Innere auslöffeln. So sollte es gehen. Das hier kommt zur Seite. Denn ich brauche nur das hier. Aber ich muss den mit was füllen. Ich werde noch diesen Apfel schälen. Das ging ja schnell. Jetzt zu den Pommes. Das war zu einfach. Die fülle ich jetzt in den Apfel. Die sehen schön knackig aus. Und ich mache eine Portion Apfelpommes. Dann ritze ich noch ein Logo hinein. Ich bin fertig. Schau's dir an, Jake. Wow, das ist voll cool. Ich bin hin und her gerissen. Welches nehme ich denn jetzt? Ist doch ganz einfach. Ja, wähle mich. Okay, los geht's. Liam gewinnt. Der hat echte Pommes. Yes, ich bin der Beste. Komm, Kumpel, lass uns essen. Ihr verpasst was. Was macht er denn da? Wow, ich bin ein Künstler. Er weiß schon, dass wir noch hier sind, oder? Bin fertig. Jetzt muss ich das noch falten.
Das wird euch gefallen, vertraut mir. Diesen Zaubertrick habe ich geübt. Ich muss den noch abdecken. Abracadabra und er ist weg. Er ist ein Zauberer. Nein, das ist unmöglich. Danke, ihr seid ein tolles Publikum. Hey Liam, guck mal in deine Tasche. Was? Warum? Warte, ist da was drin? Das kann nicht sein. Niemals, das kann nicht sein. Wow. Ist das aufregend? Du musst mir zeigen, wie das geht. Mach auf. Das ist ein Burger. Was bedeutet das? Das muss ein versteckter Hinweis sein. Ah, ich hab's. Ich fange lieber mal gleich an zu kochen. Zuerst bereite ich alle Zutaten vor. Ich denke, das sind alle. Ich fange mal mit dem Käse an. Der ist bereits geschnitten. Und den lege ich aufs Backblech. 6 Scheiben sollten reichen. Dann kommen die Brötchen drauf. Da sind sie. Ich brauche Liams Föhn. Mit dem werden sie erwärmt. Okay, es ist soweit. Sie ist echt verrückt geworden. Ich kann dich hören. Ich weiß, was ich hier mache. Jetzt kommt das Schneidebrett auf das Blech. Und ich drehe es um. Der Käse ist geschmolzen. Nun zum Belag. Diese veganen Patties sind so saftig. Ich lege noch Tomatenscheiben oben drauf. Und dann kommt noch ein bisschen Ketchup drauf. Mit Senf runde ich das Ganze ab. Und nun klappe ich die Brötchen um. Und das war's, Granny's Burger. Was sagst du dazu? Ganz okay, denke ich mal. Aber ich kann das noch toppen. Schau's dir an. Ein einfaches Brötchen. Aber ich werde es in etwas Besonderes verwandeln. Ich habe auch einen Zaubertrick auf Lager. Ich decke das Brötchen mit diesem geheimnisvollen Tuch ab. Und nun muss ich mich konzentrieren. Was machst du da? Lass mich mal machen. Es geht los. Ich kann's fühlen. Ich glaube, es ist soweit. Schau dir das an. Wow, das ist voll cool. Wie hast du das gemacht? Und es kommt noch besser. Ich habe solche leckeren Kekse. Die kommen ins Brötchen rein. So weit, so gut. Wie wär's noch mit mehr Süßigkeiten? Was ist dir lieber? Das da. Ausgezeichnete Wahl, mein Herr. Die kommen auf die Kekse. Das ist ein tomatenfreier Burger. Okay, Marshmallows oder Chips? Die. Die Marshmallows? Sehr gut. Ein Mann mit ausgezeichnetem Geschmack. Sie müssten reichen. Aber es kommt noch mehr. Wie wär's mit Schokoraspeln, hä? Die verstärken das Aroma. Ich hoffe, du bist nicht auf Diät. Okay, das brauche ich nicht mehr. Ich glaube, da fehlt noch was. Ah, natürlich, Soße. Aber kein langweiliger Ketchup, sondern Schokolade. Das sieht super aus. Und nun kommt das Brötchen drauf. Mein Meisterwerk ist fertig. Ich bekomme schon Zahnschmerzen vom Ansehen. Wow, das habt ihr gut hinbekommen. Ich will beide essen. Oma hat den klassischen Burger gemacht, Liam war aber einfallsreich. Das gewinnt ihr beide. Was? Ich hab gewonnen? Komm her, Oma. Es geht doch nichts über einen leckeren Snack. Ich freue mich schon drauf. Wichtig ist auch die Präsentation. Wow, guck dir das an. Das poste ich definitiv auf Insta. Hallo, Liebes. Nein, die will ich nicht. Aber da sind Streusel drauf. Nie akzeptiert sie ein Nein als Antwort. Jetzt wird gegessen. Bitte sehr, mein Schatz. Ich habe dir Haferflocken gemacht. Ich habe mir selbst Essen gemacht. Magst du Omas Essen etwa nicht mehr? Dann muss ich das wohl tun. Was zum? Warum hast du das gemacht? Selbstgemachtes Essen ist besser, das solltest du wissen. Hier drüben, meine Damen. Hast du das gehört? Wie ist sie hier reingekommen? Ich habe Großes mit euch vor. Das klingt interessant. Und du? Ich bin gerade voll beschäftigt. Bist du einfach in unsere Küche gekommen? Sei still. Wir haben keine Zeit für sowas. Zeit für was? Wow. Was ist gerade passiert? Aber egal, schau mal, was wir anhaben. Da seid ihr nun. Ihr werdet eure Kochkünste unter Beweis stellen, denn ihr seid bei der Koch-Challenge. Guck mal die ganzen Zutaten an. Daraus kann ich einen leckeren Eintopf kochen. Was gibt's Leckeres als einen erfrischenden Cocktail? Das ist doch erste Challenge. Wir brauchen einen Mixer. Aber denk dran, der soll lecker werden. Ich bring mich mal in Form. Ich muss die richtige Haltung einnehmen. Strecken und dehnen. Okay, los geht's. Ich muss einen Drink mixen. Wow, du nimmst das voll ernst. Der ist jetzt vollgepackt mit guten Sachen. Du hast alles aus der Schüssel genommen? Obst und Gemüse sind eklig. Das wandert in den Müll. Ich werde was richtig Leckeres machen. Ich brauche nur noch Zutaten dafür. Oh, ich weiß.
Ich schaue mal in meiner Tasche nach. Ich habe immer einen Notvorrat Süßigkeiten dabei. Man weiß nie, wann man sie braucht. Die sind perfekt. Ich stecke sie in den Mixer. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Jetzt kommt noch Limo rein. Das ist der Albtraum eines Zahnarztes. Aber das wird lecker schmecken. Und jetzt wird gemixt. Ich will, dass alles schön gemischt ist. Das sieht gut aus, Schatz. Ich schalte den Mixer ein. Guck dir das an. Ist fast fertig. Das müsste reichen. Ich gieße das jetzt ins Glas. Ist nicht ganz so geworden, wie ich dachte. Naja, ich garniere das noch. Tada! Das sieht eklig aus. Das willst du wirklich trinken? Aber du wohl eher als ich. Das hier ist ein leckerer Drink. Mit Schokolade kann man nichts falsch machen. Aber da fehlt noch was. Da muss noch Sahne drauf. So wird er noch besser. Und dann noch Streusel. Das ist meine Art von Cocktail. Ziemlich beeindruckend, was? Ich bekomme schon Zahnschmerzen nur vom Anschauen. Alles hängt von dir ab. Wessen Getränk ist besser? Die sehen beide gut aus. Omas ist mit gesunden Zutaten gemacht. Sieht aber schrecklich aus. Weiter geht's zu Gabby. Das gefällt mir schon besser. Die Entscheidung fällt mir nicht schwer. Gabby bekommt einen Punkt. Juhu, ich hab's geschafft. Ich trinke das, also bin ich die wahre Gewinnerin. Ist ein bisschen zähflüssig, aber das mag ich. Oma, alles okay bei dir? Ja, natürlich. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Ich will auch. Genau, was ich jetzt brauche. Gabby? Ich will zu meiner Mami. Oh, sie ist so niedlich. Ja, das bist du. Danke, Omi. Muss deine Windel gewechselt werden? Oh, ich weiß, was unsere nächste Challenge ist. Ja, ist ziemlich offensichtlich, Oma. Vom ganzen Gerede übers Essen bin ich hungrig geworden. Ich möchte einen leckeren, saftigen Burger. Das ist also eure nächste Challenge. Los geht's. Du kannst dich auf uns verlassen. Und ich weiß schon, was zu tun ist, aber ich muss im Kochbuch nachsehen. Ist schon eine Weile her, dass ich es benutzt habe. Eine Weile? Das sieht älter aus als du. Und überhaupt, wir bratschen ein Kochbuch. Ich muss kurz telefonieren. Hallo? Ich möchte bestellen. Siehst du, war gar nicht so schwer. Und jetzt kann ich relaxen. Ich will den perfekten Burger machen. Hier muss es doch ein passendes Rezept geben. Das sieht interessant aus. Da ist es. Jetzt wird gekocht. Zuerst brauche ich die Patties. Willst du die wirklich selbst machen? Oh, auf diesen Anruf habe ich gewartet. Hallo, bist du da? Wow, das ging ja schnell. Was? Okay, das war unerwartet. Kann ich dir helfen? Du hast einen Burger bestellt. Danke. Trinkgeld wäre nett gewesen. Wow, die war ja heftig. Dachte schon, das war's mit mir. Ich brauche meine Waage. Ich will alles ganz genau machen. Das sieht gut aus. Wird Zeit, den zu braten. Dafür nehme ich einfach das Waffeleisen. So wird er gleichmäßig geröstet. Der muss nicht nur schmecken, sondern auch gut aussehen. Jetzt kümmere ich mich um das Brötchen. Mal sehen, was ich hier habe. Das war eine tolle Idee. Ich muss nichts tun. Naja, ich muss den noch rausholen. Das ist der perfekte Burger. Was machst du da? Das geht dich nicht an. Wow, wie unhöflich. Aber egal, ich habe keine Zeit für sowas. Wow, guck ihn dir an. Und der riecht fantastisch. Da könnte ich sofort reinbeißen. Ich bin fertig. Wow, Gabi ist schon fertig. Ich muss mich ranhalten, darf keine Zeit mehr verlieren. Oh, ich habe das Falsche gemacht. Wie ist das denn passiert? Aber die sehen auch lecker aus. Du weißt, dass wir Burger machen sollten, oder? Die Zeit ist um. Zeigt, was ihr habt. Ich glaube, das wird dir gefallen. Oma? Ich frag nicht weiter nach. Weiter geht's zu Gabby. Ein ausgezeichneter Burger. Genau, was ich wollte. Ein Punkt für Gabby. Echt jetzt? Wow, danke. Ich möchte mich bei meinen Eltern bedanken. Na egal, ich werde die essen. Es wäre eine Schande, die verkommen zu lassen. Wow, lecker. Ich brauche das Rezept. Das wird wohl unsere nächste Challenge sein. Wir haben eine Menge Zutaten. Ich denke, gleich werden wir es erfahren. Als nächstes möchte ich, dass ihr Waffeln macht. Ihr könnt jetzt anfangen. Endlich, Waffeln sind genau Omas Ding. Darauf habe ich schon gewartet. Jetzt ist Showtime. Du hast keine Chance. Und das weißt du. Aber wart ab, du hast noch nichts gesehen. Machen wir es interessanter.
Ich mag eine gute Challenge. Du machst Witze, oder? Das muss ich aber nicht auch machen, oder? Okay, erst das Mehl. Scheint die richtige Menge zu sein. Jetzt die Eier. Ich will aber keine Schale drin haben. Dann brauche ich noch Milch. Und jetzt wird alles verrührt. Der Teig muss schön glatt sein. Ich fange auch mal lieber an. Ich mache einfach, was Oma macht. Sie weiß, wie es geht. Ich mache noch ein kleines Extra rein. Aber wenn ich es mir recht überlege, dann kam Milch, oder? Ah, lecker. Rein damit. Ich bin kein Freund von Handarbeit. Nicht, wenn es dafür Technik gibt. Genau den brauche ich. Was ist das? Damit werde ich dich besiegen. Oh ja, so geht's. Ups, spritzt ein bisschen. Das mache ich später sauber. Okay, ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich fange an, das zu bereuen. Eine Stufe niedriger wäre besser gewesen. Naja, wenigstens habe ich Teig. Das gibt's doch nicht. Wie machst du das? Ich werde verlieren. Das ist so ungerecht. Mir bleibt nur eins übrig. Eiscreme. Die enttäuscht mich nie. Meine Waffeln sind fertig. Warte mal, hier stimmt was nicht. Gabby, Liebes, was hast du? Keine Bange. Ich weiß, was zu tun ist. Dafür brauche ich einen Löffel Eis. Bedien dich. Das wird dir gefallen. Vanille, meine Lieblingssorte. Das kommt hier drauf. Oh, ich weiß. Wie wär's noch mit Himbeeren? Sie geben dem Ganzen etwas Frische. Und eine kommt auf die Spitze. Das sieht wunderbar aus. Wir sind fertig. Es gibt nur ein Gericht. Das ist eine Gemeinschaftsarbeit. Ist ein bisschen unkonventionell, aber ich lasse das durchgehen. Das sind leckere Waffeln. Ein Punkt für Gabi. Jawohl! Und ein Punkt für die Oma. Wir haben es geschafft, Schatz. Wir sind ein tolles Team. Du bist die beste Oma. Das war's. Die letzte Runde. Die sollte wieder zählen. Seid ihr bereit? Das ist eure letzte Challenge. Ha? Wir sollen einen Turm bauen? Okay, ich mach's einfacher. Mach Pasta. Sag das doch gleich. Ich denke, wir schaffen das. Oh, dieses Basilikum riecht fantastisch. Oh, mi scusi. Hey, habe ich gerade Italienisch gesprochen? Opa? Langsam wird's unheimlich. Dann machen wir mal Pasta. Ich liebe Spaghetti. Die sind ein bisschen roh. Schau zu und lerne, Kleine. Ich brauche einen Topf und ganz viel Wasser. Jetzt bring ich den Herd hoch. Ich warte, bis es kocht. Dann brauche ich die Nudeln. Die wandern direkt in den Topf. Und das war's. So einfach. Aber ich mache sie spannender. Ich mache ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe rein. Das müsste reichen. Jetzt warte ich, bis sie gar sind. Was sagst du dazu? Nicht schlecht. Hey, meine Nudeln. Habe ich alle aufgegessen? Ich weiß, was zu tun ist. Guck's dir an. Alles, was ich brauche, ist hier drin. Wow, guck dir das an. Wunderschön. Aber das Geld brauche ich nicht. Das kann weg. Die habe ich gesucht. Nudeln. Die helfen immer. Ich lege sie auf den Teller. Dann Deko drauf. Wie läuft's, Oma? Mach dir keine Gedanken um mich. Meine Nudeln sind fertig. Hast du schon mal solche Nudeln gesehen? Die habe ich auch in anderen Farben gemacht. Sieht aus wie ein Regenbogen. Was sagst du dazu? Die schönste Pasta, die du je gesehen hast. Ist echt cool. Und besser als deine. Das ist dein Essen, Gabi. Das ist dein Scherz, oder? Das muss ich unbedingt meinen Kochfreunden erzählen. Machen wir lieber gleich weiter. Wow, Oma. Das ist so schön bunt. Du bist ein gastronomisches Genie. Ein Punkt für Oma. Daran bestand kein Zweifel. Jetzt kann der Schnurrbart wieder runter. Die Challenge ist vorbei und das Endergebnis lautet... Ich bin total nervös. Gabi hat 3 Punkte und Oma hat 2. Gabi ist die Siegerin. Gut gemacht, mein Schatz. Glückwunsch, du hast es verdient. Hab dich lieb, Oma. Ja, ich hab dich auch lieb. Oh, ich liebe ein Happy End. Geld zählen ist mein liebstes Hobby. Lecker. Als nächstes eine saftige Wassermelone. Das wird lustig. Das ist ein Scherz, oder? Bringen wir es hinter uns.
Darf ich anfangen? Wow, die ist ja riesig. Die ist größer als mein Kopf. Wahnsinn. Okay, öffne deins. Mach schon. Setz mich nicht unter Druck. Warte, das ist alles? Ich hatte mehr erhofft. Was soll ich mit einem Kern machen? Das wird schwierig. Warte, ich hab's. Ich hab einen Blumentopf. Ich steck den Kern in die Erde. Was jetzt? Ah, ich weiß. Der braucht ein wenig Gold. Dieser Ring ist perfekt. Rein mit dem. Ich bedecke alles mit Erde. Zeit zum Gießen. Trink, kleiner Kern. Mutter Natur erledigt den Rest. Oh, wow. Guck dir das an. Das ist wunderbar. Eine goldene Wassermelone. Ich kann es nicht glauben. Schau sie dir an. Nein, wirklich? Da kann ich nicht mithalten. Oder doch? Ich habe eine tolle Idee. Hier habe ich eine Schüssel mit Kuchenteig. Da kommt die Wassermelone rein. Dann werde ich alles mischen. Dabei zerkleinere ich die Wassermelone. Niemand mag einen klumpigen Kuchen. Der Teig muss schön glatt sein. Sieht gut aus. Und jetzt zum nächsten Schritt. Ich gieße den in die Wassermelonenschale. Schau dir die Farbe an. Ich streue noch Schokostücke drüber. Der wird köstlich. Jetzt muss der backen. Und das passiert im Ofen. Ich denke, er ist fertig. Der riecht fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, den zu kosten. Ich schneide ihn in Stücke. Und Justin bekommt das größte Stück. Er hat es verdient. Der wird ihm schmecken. Sieht aus wie eine Wassermelone. Guck's dir an. Ist okay, nehme ich an. Ich weiß, du bist neidisch. Es liegt an dir, Justin. Ausgezeichnete Arbeit. Ich probiere den zuerst. Wow, der Geruch. Darauf freue ich mich. Und los. Der ist so leicht und fluffig. Hoffe, du hast mehr davon. Oh, du bist so lieb. Hast du das gehört? Jetzt zur goldenen Wassermelone. Damit habe ich nicht gerechnet. Wünscht mir Glück. Hä? Da stimmt was nicht. Die ist ja so hart. Autsch, meine Zähne. Soll das ein Witz sein? Naja, manche Leute haben keinen Geschmack. Ich dachte, die wäre eine schöne Überraschung. Die kannst du wieder haben. Meine arme Oma gewinnt. Ja, wirklich? Ich bin so glücklich. Meinetwegen. Es geht nichts über Omas Küche. Wer hat deiner Meinung nach die besten Snacks gemacht? Die reiche Oma oder die arme? Verrate es uns in den Kommentaren. Teile das Video auch mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere lustige Videos wie dieses.